wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Futures Handel zur US-Börseneröffnung mit Heiko Behrendt. Ja, ich freue mich natürlich, dass Heiko wieder mit uns hier das Seminar veranstaltet und heute die Zeit für uns gefunden hat. Und natürlich freue ich mich, dass Sie heute live dabei sind und sich für das Seminar interessieren. Mein Name ist Nels Cardoso-Netto. Ich begrüße Sie sehr herzlich im Namen von FXLet. Und wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig von dem Halt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen, auch wenn der Heiko vielleicht den einen oder anderen Trade heute macht. Und bitte diese Veranstaltung entsprechend nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Sehr gut, dann lieber Heiko, übertrage ich sehr gerne den Bildschirm. Die Indizes heute freundlich unterwegs. Ich bin sehr gespannt, was du für uns heute mitgebracht hast. Also viel Erfolg und viel Spaß. Ja, wunderschönen Dank auch an FXFlat, dass ich wieder heute hier sein darf und mit euch ein bisschen Zeit verbringen kann. Wir gehen mal auf meinen Bildschirm. Wie immer ist es, versuche ich so ein bisschen, geht es für mich in den Webinaren ja auch immer, A, die Plattform vorzustellen, Gedankengänge darzulegen und halt auch immer so ein bisschen einen Schulungsanteil euch gewisse Sachen näher zu bringen in einem Schulungsanteil, so würde ich sagen, dass ihr einfach auch immer wieder was mitnehmen könnt. Ja, und ich denke, das macht, also zumindest finde ich das so, ihr könnt ja aber gerne auch den Chat nutzen und da auch aktiv mit mir mitdiskutieren oder mitschreiben. Also ich finde das eigentlich immer ganz interessant und auch wichtig, dass oder finde, das hat einen Mehrwert, wenn man Ausbildungs- oder Wissen einfach teilt, ja, und das halt in so einer Form hier, vielleicht auch live am Chart, vielleicht auch ein paar Trades macht, das wird sich dann zeigen. Am Ende finde ich eigentlich jetzt in so einem Webinar sich abfeiern zu lassen, ich weiß nicht, für 1000 Euro plus minus oder so, keine Ahnung, ist jetzt für mich, wenn ich jetzt auch bei anderen Leuten in die Webinare reinkomme, eigentlich mir vollkommen egal. Selbst auch ein Verlusttag ist mir halt auch egal, weil ich selber für mich ja weiß, am Ende schaut man denjenigen hier jetzt eine, anderthalb Stunde zu und kann da ja nicht auf das hochskalieren auf das ganze Jahr oder so. Ja. Genau. Ja, zudem ist es auch noch so, dass sich das Trading deutlich abhebt in so einem Webinar von dem, was man selber in echt handelt. Ich stelle das auch immer wieder fest und wir werden mal sehen, wie es heute so läuft, ob ich mich da sozusagen in diese Stimmung reinbringe bei der Volatilität, Trades zu machen. Wir werden sehen. Gut, dann ja, kleiner Ausbildungsanteil, ihr könnt schon lesen, optische Täuschung. Was ist damit gemeint? Vor allem, wenn wir uns jetzt seit dem Ausbruch des Krieges oder des Konfliktes, ja, Ukraine, Russland, sind ja die Volatilitäten wieder durch die Decke gegangen, die Schwankungsbreiten, also am Tag. Und da trifft es doch immer mal wieder den einen oder anderen Trader in Form der optischen Täuschung. Was meine ich damit? Wir gehen mal hier in die Präsentation rein. Wenn wir uns jetzt mal das Chart mit anschauen, sehen die Kerzen ja einfach so aus, wie sie aussehen. Ja. Ist jetzt nichts ja, Weltbewegendes da und die optische Täuschung tritt immer dann ein, wenn man vor allem sich auch lange Zeit lang an gewisse Volatilitäten auch gewöhnt hat. Denn unser Bildschirm, den ihr ja auch alle selber zu Hause habt, egal ob der jetzt etwas größer oder kleiner ist, ja, ob jetzt ein 45 Zoll oder einen 15 Zoll Bildschirm man hat, am Ende ist es ja doch so, dass der Chart bei den meisten, wenn man ihn jetzt auf Vollbild macht, halt von oben nach unten geht und nicht größer, ja, logischerweise als der eigene Bildschirm sein kann. Ja. Das heißt also, die Charts, die man halt sieht, sind meistens auf dem gesamten Bildschirm verteilt. Und rein candletechnisch, glaube ich, sei jetzt mal, sieht das relativ identisch aus, aber was jetzt ja auch ausgegraut ist, ist natürlich die Punktspanne, damit auch die Länge der Kerzen, damit auch das Risiko, was damit einhergeht. Ja. Und wenn ich das mal aufmache, hat jemand eine Ahnung, was für Punkteunterschiede da zu sehen sind oder nicht? Ja.
kann man eigentlich nicht wissen. Ne? Also man guckt jetzt schnell die Tage an, an denen das war. Ja. Also hier sieht man jetzt die Unterschiede. Ja, also ich habe versucht, das identisch hochzuhalten, also dass die Striche so ziemlich auf einem Level sind. Das ist ein Tiefpunkt und ein Hochpunkt. Und wir sehen jetzt hier ja doch schon, wer schnell Kopf rechnen kann, muss man jetzt aber nicht zwingend. Ich blende das für euch mal ein. Wir haben jetzt hier bei ein und derselben Spanne, die wir sehen, deutliche Unterschiede in der Punktespanne. Ja, also die Chart-Handelsspanne bleibt ja ein und die gleiche, also auch das, die Kerzen und so weiter. Aber wir sehen jetzt hier 270 Punkte zu 100, zu 541 Punkte. Also auf dem rechten Bild immerhin die doppelte Strecke wie auf dem linken Bild. Und das ist schon immens. Und das heißt, die Kerzen im Detail haben eine ganz andere Länge, ja, unter Umständen. Also, dass da halt eine Kerze, keine Ahnung, 50 Punkte ist, auf der rechten Seite, auf der linken Seite nur 25 Punkte als Beispiel. Ja, und ich selber bin da auch mal massiv, also ich hatte das Glück, sagen wir es mal so, bei so einer Vola-Erhöhung mit meiner gleichen Positionsgröße weiter zu handeln und habe dann gesagt, ich handle das, was ich handle, weiter mit meiner gleichen Positionsgröße, was dazu geführt hat, dass ich zwar auch höhere Drawdowns in meinem Account hatte, aber auch wesentlich höhere Gewinne. Ich sage jetzt mal, in der Zeit, wo ich gehandelt habe, war die Volatilität bei 270 Punkten als Beispiel. Ich habe mit, sagen wir mal, mit 1 Euro pro Punkt jetzt gehandelt, denn wären das 270 Euro, die man da so abcashen konnte bei so einer Strecke bei 270 Punkten und bei 540 Punkten dann natürlich entsprechend das Doppelte bei gleicher Size. Das ist aber auch nicht für jeden zu empfehlen, dass man die Positionsgröße gleich hoch lässt. Dem meisten empfehle ich, wenn man zumindest nicht gefestigt ist und die Volatilität auch im Account nicht haben möchte, empfehle ich natürlich immer die entsprechend der Punkt oder der Handelsspanne, die man auch auf dem Bildschirm sieht oder die eine 5-Minuten-Kerze ausmacht, halt die Positionsgröße runterzunehmen. Ja. Mein Vorteil damals war, das waren dann so die Zeiten, als die Vola dann so hochging, wo man dann auch die ersten anstatt 1.000-Euro-Tage dann auch mal einen 10.000-Euro-Tag halt hatte, weil ich das Gleiche weiterhin gehandelt habe, aber halt mit höherer Volatilität. Ja, und anstatt mal 2.000, 3.000 Euro Verlust, waren dann halt auch mal 5.000, 6.000, 7.000 Euro Verlust. Aber wenn entsprechend da der Gewinn rumkam, das Nettoergebnis auf den Monat gesehen war dann halt ja, doppelt, dreifach oder fünffach so hoch. Das war natürlich dann schon nice. Ja, aber da muss man natürlich davon ausgehen, dass das Trading an sich halt profitabel ist. Ja. Genau. Und meine Empfehlung ist halt, sich, um da nicht dieser optischen Täuschung zu erlegen, sich eventuell. Oh, ich müsste mal ganz kurz, ganz wichtiger Anruf, ich muss mal ganz kurz rangehen. Ich schalte mich mal hier ganz kurz. Obwohl, mal. Nee, mache ich danach. Ist ja eh. Warte, ich mache mal hier eine Nachricht. So geht das ja auch. Warte mal, ich muss mal ganz kurz sagen, bis 16 Uhr. Tage. Habe sonst immer mein Handy ja auf aus. Muss mal hier schnell. Genau. So. Gut, eine Lösung, die ich jedem empfehlen kann, relativ einfach auch zu implementieren, ist zum Beispiel sich ein Rechteck in Chart reinzulegen. Als Beispiel mit 50 Punkten. Ist natürlich von Wert zu Wert halt unterschiedlich, je nachdem, was man halt handelt und so weiter. Aber da hat man einen Bezugspunkt. Und wenn ich jetzt mal den Chart aufmache, überall in den nachfolgenden Charts seht ihr immer 50 Punkte. Da sieht das so aus. Da ist das Viereck oder was auch immer man halt nutzt. Mal kleiner, mal größer. Und wenn man jetzt, man kann ja MetaTrader auch dieses Objekt halt anklicken und dann mal über die Candles drüber ziehen und dann sieht man halt einfach auch, okay,
Da komme ich vielleicht überhaupt gar nicht mit meinem Stop-Loss hin, weil wenn man weiß, okay, dieses Rechteck ist jetzt 50 Punkte lang und das überschneidet dauernd die 5-Minuten-Kerzen oder 1-Minuten-Kerzen, die rennen durch dieses 50-Punkte-Rechteck immer wieder durch, ja, oder Viereck oder was auch immer, dann muss er halt überlegen, ja, ist das überhaupt noch handelbar für mich und so weiter und so fort. Da kann ja jeder seine Gedanken dran machen. Keine Ahnung, wenn man einen aufgezoomten 1-Minuten-Chart hat, kann man auch 10 Punkte machen, was auch immer. Soll ja nur eine Idee sein. Also so kann man sich eventuell so ein bisschen dieser optischen Täuschung entziehen, dass man halt auch, wenn sich Volatilitäten wieder anpassen oder verringern vor allem auch, ja, und plötzlich sieht man nicht mehr auf dem Bildschirm 500 Punkte, sondern nur noch 100 Punkte, dass man dort entsprechend ja auch wieder mit seiner Positionsgröße dann agieren kann. Das so als kleiner Ausbildungsanteil in Richtung jetzt des Live-Tradings. Genau. Eine andere Möglichkeit wäre noch, dass man das Ganze auch misst. Man kann dazu die ATR nutzen als Indikator, ist ja überall standardmäßig drin. Die Average True Range gibt es auch eine Erweiterung im Stereo Trader, wo man auch die Positionsgröße nach der RTR bestimmen kann. Ja, und da kriegt man zumindest auch ein Gefühl dafür, wie sich die Volatilitäten entwickeln. Ja, haben wir gerade eine hohe Volatilität oder eine geringe Volatilität? Ja. Genau. Also das ist so die Möglichkeit oder eine ganz einfache Möglichkeit, um nicht da in die Falle zu tappen. Gut. Dann schauen wir uns doch mal an, wie sich die Märkte hier gerade bewegen. Ja, geht hier ganz gut zur Sache. Wir haben es jetzt so 15:12 Uhr. Wahrscheinlich gab es wieder eine News. Meine Empfehlung auch vielleicht beim Thema News, weil es ja auch immer, wir haben ja gerade noch ein bisschen Zeit, bis das Ganze hier losgeht. Jetzt habe ich es hier zugemacht. Ja, eben kam die Nachricht rein, dass die Ukraine bereit sei für eine diplomatische Lösung. Ja, okay. Genau. Also was ich jedem empfehlen kann, ich habe dazu auch ein Video jetzt letztens gemacht. Oder ich schon mal, ich glaube, das hatte ich vor dem letzten Webinar oder wer nach dem letzten Webinar gemacht. Das heißt also für die, die es noch nicht kennen, das Video, ich gehe mal ganz schnell auf meinen. Meine Empfehlung ist, sich dann Twitter-mäßig das entsprechend auch einzurichten. Und Hallo, mein. so. Also ich habe dazu ein Video mal gemacht. Bei solchen News sollte man ja heute schon auch up to date sein. Und da gibt es jetzt das Letzte, wenn ihr auf Videos geht, bei meinem Kanal. Diese drei Nachrichtentools unterstützen mich im täglichen Trading. Also das kann ich jedem nur empfehlen, sich das mal dann anzumachen. Und was ich halt nutze, ist dann halt hier so ein Twitter-Deck, um dann einfach, ja, hier, also ich habe das meistens immer so klein nur auf. So, und dann laufen hier vor meinem Homefeed entsprechend das rein. Ja. Und das Schöne eigentlich auch bei Twitter ist, dass wenn ihr jetzt so sagt, okay, Englisch, also Englisch ist jetzt auch nicht meine Stärke, ja, also. Ja, vieles verstehe ich, aber auch nicht alles. Ihr klickt dann auf den Tweet halt drauf, geht auf Translate und dann habt ihr das Ganze hier auf Deutsch. Ja. Ja. Also das ist ganz interessant. Ups, genau. Also dieses Tweet-Deck kann ich jedem nur empfehlen, das zu nutzen. Und ja, im Video, wie gesagt, habe ich es halt ein bisschen auch erklärt, das Ganze. So, genau. Ja, so, jetzt kommt hier die nächste News, ne, dass die nicht bereit sind, da irgendwas von ihrem Territorium zurückzugeben. So, und zack, geht's halt wieder runter. Also in der jetzigen Zeit oder auch bei Trump damals oder wo Corona rauskam, finde ich, sind solche Sachen halt schon interessant, genauso jetzt auch, wie jetzt gerade, ihr seht das gerade, also man kann sich das relativ einfach gestalten. Dass man sich dann, was ich, Crude Oil, wenn es da jetzt wichtig ist, oder
Vieles läuft da unter dem Hashtag OOTT, ja, was da läuft, und dann kann man sich ja nach gewissen Werten, nach gewissen Hashtags das Ganze auch alles ja, wie heißt das, sortieren oder filtern, das ist das richtige Wort, ja. Oder man nutzt dann hier ab und zu diese Hashtags hier. Wenn da jetzt was Interessantes dabei ist, ganz am Anfang waren hier 1,5 Millionen Hashtag Ukraine als Trend. Aber wenn man ja dann hier drauf geht, dann macht das Ding halt einfach so was Neues auf, und dann hat man das. Ja. Aber wie gesagt, ist alles im Video erklärt, und ja, nutze ich, also habe ich täglich offen. Ja. Was man halt zum Beispiel, wenn man jetzt hier sowas hat und man hat jetzt zum Beispiel nur Videos, ich empfehle es nicht, jedes Video anzugucken. Kriegt man nur schlechte Laune. Ja. Genau, aber also bekommt man zumindest mal ein Gefühl dafür, auch was halt los ist, aber es ist halt auch so viel Fake dabei, das ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, ich hatte vorhin hier ein Video gesehen gehabt, da waren ein Reporter und im Hintergrund lagen lauter Leichensäcke. Und auf einmal fangen sie sich an, bei der einen Leiche bewegt sich der Sack weg, und dann tut derjenige versuchen, sich wieder zuzudecken. Also da merkt man halt alles klar, okay. Ja, also man darf hier auf alle Fälle das alles nicht glauben. Aber zumindest hier Live-Squawk, Breaking News und so weiter habe ich immer auf, um halt einfach hier auch entsprechende News mit auf dem Schirm zu haben. Und Zero Hedge und so weiter. Ja, wenn ihr da was braucht oder wenn ihr was habt, könnt ihr es auch gerne schreiben. So, ne, Politico habe ich noch mit dabei, und ja, genau. So, warte, ich kopiere euch natürlich von dem Video hier mal den direkten Link. Also ihr könnt einfach, wenn ihr meinen Kanal folgt und die Glocke auch aktiviert habt, dann bekommt ihr das auch. Ich kopiere euch mal das Video hier rein. So. Und hier vom Dirk hier. Ah, das ist vom 16.8. Was ist denn da los? Schlägt er mir vor. So, warte mal jetzt, wo war das Ganze? Ja. So, hier ist nochmal der Link zum Video. An alle senden. Genau. Ja, also das, ich habe auch jetzt den einen oder anderen Tag, oh, jetzt hängt schon wieder hier mein. Das ist echt krass, ne? Ich habe ja heute Vormittag gehandelt, also es hängt sonst nie. Ja. Sobald ich hier dieses Webinar-Software anhabe, hängt alles jetzt bei mir, ne? Oder? Nee, das nicht. Aber hier, der Mikro hängt wieder. Das wird schon wieder wahnsinnig. Was machen wir da am nächsten immer? Ja. Komisch, ne? Ja, echt komisch. Ich habe heute früh so ein bisschen gehandelt, aber ich habe einen Scheiß gehandelt, das sage ich euch. Wenn es euch interessiert, können wir uns das angucken. Wenn nicht, dann auch nicht. So, wir können aber hier, also, das war, was ich heute früh gehandelt habe hier. Ach, ist ja. Ich habe es auch ausgewertet. Ich habe ja so eine Gruppe. Wir können ja dann nochmal gucken. Also, wir können die Trades mal durchgehen. Bin da 30 Euro im Plus zwar, aber. Manchmal, wenn ich nicht irgendwie so ein Gefühl oder reinkomme, ne, dann ist das manchmal auch so eine Vollkatastrophe bei mir. Ja. Auch Scheiß kann interessant sein, ja. Gucken wir uns dann gleich mal an. Ja, mache ich gern mit euch. Wie gesagt, ist ja ein Lerneffekt, soll es ja gehen, so. Okay, ich würde dennoch mir, wie machen wir es denn, erst die Eröffnung angucken. Wir können ja mal noch so ein bisschen hier so auf den Markt gucken. Wie gesagt, ich gehe mit euch die Trades hier durch. Ich hatte die auch aufgeschrieben. Kein Problem. Ja. Habe ich kein Problem damit. Ist auch für mich immer ganz gut, wenn man über sowas redet. Ich schreibe auch gerne über sowas, weil man dann weiß, dass man dann sich selber wieder mal dahin bringt, dass halt so gewisse Sachen, ja, dass man halt wieder den Rhythmus oder wenn man halt einfach darüber redet, fällt es halt auch einfacher, das zu verarbeiten, ja. Als manchmal sowas in so Sachen sich reinfressen. Manch einer, der denkt sich, Alter, der macht ja Probleme, wo gar keine sind. Aber trotzdem, für mich gefühlt war es heute relativ schlecht. Am Ende ist es zwar ein Plus, aber es ist halt trotzdem nicht so gelaufen, wie ich das wollte. Und
Klar ist natürlich in der Nachbetrachtung, und wenn ihr ja alle eure Trading-Auswertung auch macht, dann sieht man das, und es ist auch wichtig, darüber zu reden. Und da auch ich hadere manchmal da mit mir selber. Ja, ist ja völlig normal. Ja. Manchmal läuft es wie geschnitten Brot. Den einen Tag News angehabt, seht den Ballermann dort reingegangen, zack, 100 Punkte Kerze im Nasdaq erwischt, ja, und dann nach zwei Trades Feierabend gemacht. Ist halt auch cool. Ja. Heute war es halt nicht so gut. Ich habe halt gedacht, weil ich schon lange nicht mehr hier im, ich muss sagen, ich habe jetzt schon lange hier nicht mehr gehandelt, weil ich zurzeit viel im Ninja Trader halt unterwegs bin, aber hat noch ein bisschen was andere Gründe noch. Und ich habe in meinem Echtgeld-Account ganz, ganz wenig in letzter Zeit gehandelt. Und nach der jetzt zum Einstimmen musste ja heute mal hier wieder so ein bisschen im Ninja Trader, ach, im Metatrader. Meta-Trader mit dem Stereo-Trader handelt. Ja, genau. Schauen wir uns dann gleich nochmal an. Gut, ja, interessant. Wir haben gar nicht das Tageshoch hier rausgenommen von gestern. Ich würde nochmal kurz, bevor wir jetzt uns die Trades hier anschauen, nochmal ganz kurz hier auf die Märkte gehen. Also, nur zur Orientierung. In der Mitte seht ihr, ganz links oben ist der S&P 500 Future im 5-Minuten-Chart. Daneben ist der Dow Jones, darunter ist der Dow Jones im 5-Minuten-Chart. In der Mitte ist jetzt aktuell der Micro Future vom Nasdaq hier im 5-Minuten-Chart. Wenn ich das jetzt hier anmache, ist dahinter der Stunden-Chart noch. Und normalerweise switche ich aber hier immer auf den 1-Minuten-Chart, sodass man hier 1- und 5-Minuten-Chart sieht. So. Genau. Dann rechts ist nochmal der Tageschart offen, den mache ich aber meistens, habe ich dir dann auch nicht wirklich an. Das ist dann meistens so die Stunde. Da geht es eigentlich nur darum, jetzt bei der hohen Vola nur zu gucken, wo stehen wir halt. Es kann halt sein, dass wir über den Tag halt so eine Bewegung halt machen, dass wir halt an irgendwelche Widerstände, Unterstützung rankommen, die man zum Beispiel jetzt im 5-Minuten-Stunden-Chart gar nicht mehr sieht, weil die viel zu weit weg sind. Also so wie jetzt im DAX, als der DAX ja auch durchgebrochen ist durch die 14.800. Ging es ja relativ weit jetzt runter, und dann ist halt auch die Frage, wie weit kann ich da nach links gucken? Da ist natürlich dann schon auch interessant, den Tageschart hier einfach mit offen zu haben. Ne? Und ja, für den Anfang habe ich den immer mit offen, um zu gucken, wo wir jetzt stehen. Jetzt ist halt interessant, dadurch, dass wir jetzt ja am Hoch vom letzten Tag sind, darunter hier in der Stunde sehe ich jetzt, okay, Tageshoch auf Stundenebene, und jetzt, dass wir hier sozusagen in den Widerstandsbereich hier reinlaufen von gestern, das Tageshoch. Ja. Genau. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir das dann halt rausnehmen können. Wie gesagt, Märkte sind extrem volatil. Und was halt interessant werden wird gleich, ist, wie die Amis hier reinkommen. Und spannend finde ich jetzt in der letzten halben, oder dieser ersten halben Stunde, wo man im Vollen handelt, dann bei dieser Stundenkerze. Können wir hier oben den doch nochmal wieder weghandeln, ja oder nein? Also wenn die Kerze jetzt hier unten schließt, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man hier, so wie auch gestern, versucht, so hoch wie möglich zu verkaufen. Vielleicht, ich mache das einfach groß, damit ihr das hier ein bisschen besser seht. Ja. So, wo ist mein Zeichentool hier? So, also interessant fände ich ja, oder was wir hier gestern ja gesehen haben, ist, dass wir hier dieses Hoch ja doch relativ deutliche verkauft haben. Und jetzt kommen wir genau in diesen Widerstandsbereich hier hinein. Na, alles, was hier rot ist, ist einfach immer nur das Hoch der Kerze, also einfach der Docht, den habe ich jetzt hier als Widerstand genommen. Und wenn wir es jetzt so sehen, die letzte Stunde auch schon, die hat ja nicht mehr weit oben geschlossen. Und wenn jetzt die aktuelle Stunde bis 16 Uhr dann tief schließt, bin ich mal gespannt, ob wir vielleicht dann hier in diesen Unterstützungsbereich hier hineinlaufen, und was passiert denn da unten? Ja, also von unten aus gesehen geht es ja immer noch um diese lange eine Stunde hier, ob die verteidigt werden kann. Also wir haben für mich von gestern aus gesehen jetzt hier einen schönen Aufwärtstrend halt gebildet, der da drunter liegt. Ja. Und die Frage ist jetzt im Widerstandsbereich, hält er so, dass die Shorts in die Oberhand bekommen, oder ist es so, dass wir hier den Widerstand versuchen wegzunehmen, was ja in einem Trend auch immer wieder versucht wird oder auch gemacht werden muss, damit ja Trends sich fortsetzen, müssen ja Aufwärtstrends immer Widerstände brechen, sonst können es ja keine Trends werden.
Und das ist jetzt für mich die Frage, also Aufwärtstrend, Long versus im Widerstandsbereich von ganz weit oben geschaut, ne, Widerstandsbereich relativ weit erreicht. Und wenn wir jetzt mal auch da die Denkweise vom Dirk Hilger ja übernehmen, der ja auch immer sagt, ne, Widerstände werden halt bis in einem Trend bis aufs Maximum ausgereizt, ganz gerne, ne, dann wäre das halt genauso ein Fall. Deswegen ist das ja auch rot eingezeichnet, dass der Widerstandsbereich jetzt hier im Maximum ausgereizt wurde, mit der Idee dann halt wieder runterzufallen. Das wird sicherlich dann auch heute mit den Amis spannend werden. Vor allem, wenn solche positiven News nicht gekauft, sondern eher verkauft werden. Das wird dann sicherlich dann nochmal interessant werden. Aber ich denke mal, das ist jetzt sowieso. Gestern habe ich irgendwie drei, vier Trades gemacht, also woanders, jetzt nicht hier. Und also ich handle aktuell bei der Volatilität eher weniger als mehr, weil die Frage immer für mich als erstes nicht darum geht, was ich hier an Punkten bei dieser Mörder-Vola verpasse. In erster Linie geht es ja immer ums Risiko. So, und dessen sollte man sich bewusst sein, ob man mit dem Risiko halt klarkommt, was hier gerade im Markt ist. Ja. Also ich kenne einige Trader von mir, oder Trader, die ich kenne, die also ihr privates Vermögen also in einem hohen Bereich halt, also in einem siebenstelligen Bereich halt, für sich privat verwalten als Trader. Also gestern, ich habe gestern oder jetzt die Woche, ja, Mittwoch haben wir jetzt, mit zweien jetzt geredet und da ist es so, dass die gar nicht handeln zurzeit. Ja. Also die haben gesagt, ich mache erstmal die Woche hier ein bisschen oder die nächsten 2 Wochen nur eher nicht handeln. Also vielleicht nach dem Verfall sind beides Future-Händler. Bei den Amis ist jetzt so, also wir haben ja morgen die EZB. Dann ab heute oder vielmehr morgen dann geht der Rollover los bei den Amis. Das heißt, wir haben jetzt schon hohe Volatilitäten und beim Rollover, könnte ich vielleicht auch nochmal erklären, beim Rollover wird es noch hektischer, weil es müssen Millionen von Kontrakten im S&P 500 vor allem, auch entsprechende Anzahl von Kontrakten auch im Nasdaq und so weiter, aber vor allem auch im S&P gerollt werden. Um jetzt einen Kontrakt zu rollen, muss ich den Frontmonat, also den jetzt auslaufenden Monat, wenn ich als Beispiel Long bin und ich muss Long rollen, also positive Bestände, dann muss ich jetzt im Frontmonat die verkaufen und im nächsten Monat wieder kaufen. So. Und das bedeutet, nur mal als Beispiel, wir sagen, okay, ich bin jetzt ein Trader, ich muss jetzt als Beispiel, keine Ahnung, ich habe als Trader 20.000 offene S&P-Kontrakte. So, die will ich rollen in den nächsten, also in den nächsten Verfall rein, ne? Also Juni dann. So, wie kriege ich die halt los, ne? Das heißt, ich fange jetzt an, die abzuverkaufen. Jetzt kann ich natürlich hergehen und sagen, ich verkaufe halt immer einen Kontrakt, ne? Da wird man ja ewig nicht fertig. So, mal als Beispiel, die hauen jetzt mal 5.000 Kontrakte halt rein. Das heißt im Frontmonat, also ich sage jetzt mal, hier ist März und hier ist Juni. So. Jetzt läuft hier der Chart und jetzt kommt er rein und verkauft halt hier 5.000 Kontrakte. So. Und in der Sekunde, wo es hier runtergeht, kauft er die halt wieder zurück, die plus 5.000. So. Im Chart, den wir denn sehen, also den Frontmonat oder den nachfolgenden Monat, im Chart sieht das Bild dann so aus. Ja, so. Und das dauert hier, keine Ahnung, 10 Sekunden. Und dann hat man halt immer so ein Hickhack. Ja, so. Und je nachdem, wer gerade wie was rollt, zum Teil sehen wir dort halt stetig Spikes, die einen rein und rausrollen können. Das ist halt ein Grund, warum diejenigen bei solchen in dieser Zeit ganz wenig bis gar nicht handeln. Und ein weiterer Grund ist, wie gesagt, EZB jetzt am Donnerstag und nächste Woche nächste Woche EZB FED, nächste Woche Mittwoch die FED. So, und dann Freitag der große Verfall. So, und unter Risikogesichtspunkten, wenn man mit höherer Size auch handelt, klar kann man jetzt sagen, okay, dann nehmen wir halt die Size runter. Habe ich den gestern gefragt, auch gestern haben wir da irgendwie 1,5 Stunden telefoniert. Und er sagt, bevor ich die Size runternehme, brauche ich auch nicht handeln. Den Stress tue ich mir einfach nicht an und warte halt ab. So, ist halt auch ein Argument, ne? Vielleicht auch für den einen oder anderen hier. Gut, jetzt haben wir die Minute noch. Ich würde jetzt hier noch mal kurz gucken, wie es hier reinläuft. Also ganz rechts im Übrigen ist der Future hier reingeloggt von FX Flat, der Datenfeed, den ich hier, das ist noch eine zusätzliche Software, Jigsaw heißt die, hatte ich mir mal geholt für Ausbildungszwecke.
Da ich aber ja aktuell keine, nicht mehr wirklich viel Ausbildung mache. So. Und die Software ist so ein bisschen angepasst, sodass man hier alles ab 5 Kontrakten sieht. Ihr seht ansonsten, wenn ich mal das Bild hier kurz anhalte, ihr seht ja hier im Limit, seht ihr immer nur einen Kontrakt und einen Kontrakt. Ja, da ist halt nichts los. Und hier seht ihr mal gerade eben, na, da hat einer Market Sell verkauft. Ja, das bekommt mit normalen Auge kriegst man das gar nicht mit, wenn man das Bild nicht anhält. Das heißt, wir haben hier auf 1, 2, 3, 4, das ist ein Punkt, also auf knapp 2 Punkte, 1,5 Punkte, nur auf einer Seite gehandelt und dann geht der Markt zurück. Ja. Aber dadurch, dass das so schnell geht. Ja. Und so sehe ich dann ab und zu mal, wo dann auch mal ein 100er liegt. Ja. Der spielt jetzt in so einer Bola-Phase auch keine große Rolle, aber manchmal sieht man doch was, ja, und da kann man hier aus dem Orderflow heraus dann nochmal was lesen, aber das ist auch alles bei der Vola, muss man aufpassen, dass man sich da nicht verrennt. Ne? Ja. Gut, also Märkte kommen ja erstmal schwach rein, so vom Tageshoch von gestern, ja, passt eigentlich ganz gut. Also passt mir zumindest so ein bisschen ins Bild. Genau. Ja, manchmal seht ihr ja auch ganz rechts, wo das Braun und das Blau ist. Da seht ihr plötzlich manchmal, ich lösche das immer regelmäßig. Da sieht man manchmal eine Zahl, 100 Kontrakte, die man so gar nicht gesehen hat, die steht dann halt einfach da. Ja, also, da sind wir viel zu langsam, um sowas sehen zu können. Ja, es geht weit über dem, was wir menschlich aufnehmen können, darüber hinaus. Ja. Genau. Gut. Ja, also die guten News werden verkauft. Nicht schön, aber ist so. So. Gut. Ja, jetzt seht ihr das hier schon wieder. Also bei der Vola werde ich natürlich auf alle Fälle den Teufel tun, wenn das hier so hackt. Wie gesagt, ich meine, ich habe die Plattform so gut wie jeden Tag, also jeden Tag offen. Aber das nur beim Webinar halt so hier. So hakt, ist aber schon wieder komisch. Also rein von der Software-Seite her habe ich genug Power. Ja, daran soll es nicht liegen. Hier hat man es gerade gesehen, 100 Kontrakte auf der Sell-Side. Wenn ich da jetzt nicht im Webinar gewesen wäre, hätte ich jetzt auf alle Fälle schon mal einen Long drinne gehabt. Ja. Also wahrscheinlich hat man das gar nicht gesehen. Ja, also da unten sind sie da auf der 95. Da. Jetzt sind wir schon wieder da. Ja, einmal kurz 20 Punkte hoch und wieder zurück. Gut, also bei der hohen Vola halte ich mich erstmal aktuell zurück. Wir sehen hier im 1-Minuten-Chart und wenn ich jetzt nochmal auf den 5-Minuten-Chart gehe, ist mir hier das Geballer, was wir jetzt hier im 5-Minuten-Chart sehen, auch zu hoch, selbst hier auch schon vorbörslich. Wenn man das hier nochmal mit diesem, wir schauen uns mal an, dass ich hier so ein Bereich von wie viel Punkte auch immer, nehmen wir mal hier so 25 oder nehmen wir mal so 50 Punkte hier. Dann machen wir hier mal so 50 Punkte draus. So, da seht ihr hier, wie die, also dass die, gut, eher 20 Punkte, 25, ne, im 5-Minuten-Chart. Die ist jetzt relativ lang gewesen. Aber da muss man halt schon gucken, dass man halt mit seinem Stop halt hinkommt. Die Hälfte sind ja immer 20 Punkte, der mittlere Punkt halt. Ja, also 20 Punkte sind im Mikro-Future $40 pro Kontrakt plus minus. Und bei der Höhe dieser Schwankungsbreite und die Kerze war ja jetzt, hat ja, glaube ich, auch mehrfach die Farbe gewechselt, ja, innerhalb der 5-Minuten-Kerze. Und was mir jetzt halt hier nicht gefällt, ist halt diese starke Überlappung der einzelnen Kerzen einfach hier in diesem Bereich. Ja. Also, wir haben hier so eine Klavier-Chart-Optik. Nach einer schwarzen Kerze kommt eine weiße, nach einer weißen Kerze kommt eine schwarze, dann kommt doch mal wieder drei weiße, dann wieder eine schwarze, eine weiße, eine schwarze, eine weiße. Und so wechselt das halt ab und das heißt, man kommt im Trade halt A nicht nach vorne und B, wenn man nicht gut eingestiegen ist, hat man halt Risiko. Da sind wir vielleicht auch beim Thema von Mindtrades vorhin. Und da kann ich mal mit drauf eingehen. So, aber wie gesagt, wenn ihr irgendwie Anregungen, irgendwas habt, wo ihr was wissen wollt, nutzt die Zeit hier und ihr könnt mich ruhig fragen. Ja. Also ich bin jetzt hier nicht im
Trading-Modus. Zumindest auch gestern war es auch so. Ich habe gestern erstmal bis gewartet, um irgendwo ein Gefühl für den Markt zu bekommen, ja, mit den News und ja. Und dann hatten wir ja gestern diesen Squeeze ja auch am Morgen gehabt und da habe ich ja auch abgewartet und ich glaube, ich habe gestern den ersten Trade um 17 Uhr gemacht. Ja, dann sind wir hier schon im Feierabend. Ja, zwischen 17 und 18 Uhr, als dann so ein bisschen Struktur da war. Gut, wir gehen mal kurz auf den Tag hier rein und zwar hole ich mir mal dazu das Bild da, was ich in meiner Gruppe geteilt habe. Das ist alles hier MetaTrader 5. Also das ist alles MetaTrader 5. Ja, und wie gesagt, FX Flat, für die, die es ja nicht wissen, FX Flat hat die Möglichkeit, Futures anzubieten, was ja sonst kein anderer Broker kann. Es gibt noch ein oder zwei Ami-Broker, die das noch machen, aber sonst gibt es keinen Broker, die den Datenfeed der Futures halt rein routen. Und das heißt, ich habe halt wirklich das gleiche, wie wenn ich eine Future-Plattform habe, wie der NinjaTrader. Plus der NinjaTrader kostet halt einmalig irgendwie jetzt 1200 Dollar mittlerweile. Ja, und da habe ich es nicht mal so schön. Und ich habe halt die tollen Funktionalitäten, die der Stereo Trader halt hat, die habe ich auch nicht. Also Limit Pullback Order vor allem. Gut, also. So, ich hole mal jetzt das Bild her, damit wir mal die Trades hier besprechen können. Genau, ihr könnt mir ruhig die Fragen nutzen. Ich werde die alle schreiben. Ich werde die alle dann beantworten. Gar kein Problem. Ja, jetzt machen wir erstmal die Trades hier. Muss nur schnell finden. Das sind. Also das sind die Trades von heute. Also, ich lese es mal vor, damit ihr es jetzt nicht mitlest und dann auf das andere gar keinen Einfluss habt. Also ich lese mal kurz vor. Es geht vor allem hier um diesen Trade, um diesen FOMO-Trade, also FOMO-Abkürzung für Fear of Missing Out, also die Angst, was zu verpassen. Also ich habe hier für mich hier unten eine Trading Range gesehen, eine Trading Range und ihr seht auch hier, der erste Trade war auch schon viel zu hoch, denn da bin ich sogar im Minus rausgegangen, wenn mich nichts täuscht. Hab dann hier unten, genau, da bin ich im Minus raus mit dem Trade und bin hier unten, habe den neu aktiviert und habe dann in der, das sieht jetzt ja alles hier so klein aus, aber das sind hier auch in Summe 30 Punkte fast oder 25, 30 Punkte. Also ich habe hier mit drei, vier Kontrakten gehandelt. 30, also vier Kontrakte bedeutet im Mikro-Future 2 Dollar pro Kontrakt, also pro Punkt. Mal 4 sind 8 Dollar pro Punkt, mal 20 sind 160 Dollar plus minus, ne? Bei vier Kontrakten. So, die Unterstützung erkannt, dann hier auch ein bisschen gehandelt und das Ganze geschafft. Dann hatte ich hier unten den Trade und da bin ich dann halt relativ schnell raus und dann sehe ich halt, wie diese 1-Minuten-Kerze hochspringt. Was mache ich? Spring halt rein, wo ich dachte, jetzt springt das Ding halt da hoch, ne? So. Voll die verkehrte Denkweise, aber am Ende sind die Kerzen halt auch so schnell, in der Sekunde, wo man sieht und bis man geklickt hat, ne, ist man reingesprungen und hat genau das Top der Kerze erwischt. Ne? Und danach korrigiert das Ding halt erstmal 1, 2, 3, 4 Minuten, ja, bis runter auf meine Entry-Zone wieder zurück, anstatt halt hier unten diese Trades hier unten zu suchen, so wie ich es halt auch sonst mache, war ich halt irgendwie 200 Dollar hinten. Ja, und dann ist es halt so gewesen, dann dachte ich, ach, jetzt Vertrauen verloren wieder. Falls es doch wieder nicht hochgeht, am Ende das ganze Ding halt plus minus null. Also am Ende seht das hier 32 Dollar nach Kosten. Und ja, was war ja eigentlich das Ziel? Das erste Ziel mit dem ersten Reinspringen war ja trotzdem die rote Zone zu erreichen. Ne? Und da dachte ich, oh, jetzt steige ich da aus. Wieder Schiss, weil ich erst im Minus war. Ja? Und am Ende geht diese ganze verquerte Denkweise los, die man eigentlich gar nicht haben soll im Trading. Ja, aber mich hat es da halt voll erwischt und dann habe ich hier auch nochmal so einen FOMO-Trade gemacht, also so einen Reiz-Reaktions-Trade. Und wenn man es jetzt mal eigentlich technisch sieht, wäre es so gewesen, hier die Entry, der Entry in dem Long und hier in dem Bereich der Exit. So hätte der Trade eigentlich aussehen müssen. So.
Ja. Naja. Genau. Ja, davor der eine, wie gesagt, im Minus, die anderen hier im Plus alle gewesen. Also ein Minus-Trade, die restlichen dann alle im Plus. In Summe abgeschlossen, ja. Naja. Genau. Also das soweit dazu. Ja, danach ist dann der Markt schön gelaufen. Ich habe dann hier in dem Account nicht weitergehandelt und ja, man hat hier durchaus auch die Möglichkeit gehabt, eigentlich hier, der Markt ist hier Ewigkeit an diesem EMA lang gelaufen. Also manchmal findet, oder was ich finde, ist halt, der Nasdaq ist, glaube ich, schon dadurch, dass der wirklich echt so extrem algolastig ist, ist es auch so, dass er technisch durchaus sich gut an technische Sachen auch orientiert. Ja. Also ich stelle das immer wieder fest. Ich mache also Tests auch mit so Limiten, die ich einfach reinlege im Markt. Und ganz ehrlich, manchmal falle ich echt vom eigenen Glauben ab, wenn ich sehe, wie genau gewisse Limits nochmal geholt werden, um dann in die Richtung zu gehen. Ich glaube, gestern hatte ich oder vorgestern hatte ich ja wieder so einen Trade gehabt. Also das Problem, was ich noch habe, ich weiß nicht, welcher von diesen Limit-Trades halt greift und nicht greift. Und da ich hier ich würde das auch bei FX Flat testen, aber ich habe bei FX Flat kein Simulationskonto. Deswegen teste ich das gerade in einem anderen Account. Aber das ist manchmal echt ein absoluter Irrsinn, was da halt passiert. Wenn ihr noch Trades zu fragen habt, achso, welche EMAs sind das? Ja, das war, genau. Das ist 30 und 100. Ja. Genau. Was für ein Algo ist die blaue Linie? Welche blaue Linie? Das weiß ich nicht. Achso, die blaue Linie ist nur ein exponentiell kleiner Durchschnitt. 30 und 100, also könnt ihr gleich nochmal nachgucken. Ja. Nicht, dass ich euch was Verkehrtes sage. 30, blau ist 30 und der müsste 100 sein, genau. Ja, funktioniert in 1 Minute eigentlich oft ganz gut. Also nicht immer. Also jetzt zum Beispiel bei dem Markt würde ich gar nicht handeln. Ne? Ihr seht jede Kerze, jede Minute. Also man kann das handeln, wenn man lustig ist. Aber die Risiken, die da drin sind, sind einfach immens hoch. Ja. Natürlich ist es toll, wenn man hier so eine Kerze mal erwischt. Ne? 40 Punkte in der Minute. Aber es kann halt sein, dass man halt unter Umständen halt viel, ja, dass man auch viel aussitzen muss. Ja. Genau, also jetzt funktioniert, jetzt hier waren sie jetzt nicht ganz so gut. Wichtig für mich ist halt, also wenn der Markt auch so rumeiert mit so einer Volatilität, dann schenke ich denen noch keinerlei Beachtung. Aber es gibt Tage, da hangelt sich das Teil wirklich extremst sauber an diesen Dingern lang. Und dann ist die einzige Frage, die man sich halt stellen muss, nutze ich das jetzt als Entry, ja oder nein, ne? So wie jetzt hier. Ja. Das ist ja immer die Frage, die man sich dann stellen muss. Genau. So, genau. Also von daher, das Schöne ist, so, jetzt, ich hole mal noch mal kurz einen. Kann ich mal hier so ein Teil zeigen? Wahnsinn, also das hat mir den einen Tag auch gehabt. Da dachte ich, Alter, was wollen die von mir? 60 Punkte hoch in 1 Minute, nächste Minute 60 Punkte runter. Wir können dann gleich mal auf die Kasse gucken. Typischerweise ist es so, dass die Kasse hier relativ seitwärts läuft und weiß jetzt nicht, ob man wirklich so viel Arbitrage zulässt oder was ich mir vorstellen kann, ist, dass die Differenz im Nasdaq halt aufgrund dieses kleinen Volumen einfach so stark halt auseinander differieren kann, bevor vielleicht auch die Arbitrage halt einsetzt. Bin ja auch so ein bisschen überfragt, aber ja, 60 Punkte hin und her ist natürlich, wenn man sie mal trifft, ist es schön, wenn nicht, ja, muss man halt 200, $300 locker aussitzen können.
Genau, ich zeige euch mal hier ein Bild. Ich hoffe, ich darf das zeigen. Also hier, das hat mir die Software sozusagen vorgegeben als Limits. Und wusste jetzt auch nicht, wird das ausgeführt, ja oder nein. So, und das war die Ausführung dazu. Also wie gesagt, Simulation, das Ganze. Aber hier, das ist schon echt krass, ne? Wie der das hier ausführt. Da unten das tief getroffen. Und da gibt es etliche davon. Also da habe ich schon so viele krasse Treffer gehabt, wo ich dachte, Wahnsinn. Naja. Ja, da bin ich noch so ein bisschen am Rumtüfteln, aber manchmal sind da echt krasse Dinger drin und vor allem auch Teile dabei, wo ich dachte, würde ich nicht handeln, aber passt genau zu dem, dass man halt manchmal auch sinnlos ausgestoppt wird und wenn man das dann in sein Trading integrieren kann, kann man natürlich da auch sich vielleicht da den einen oder anderen Ausdauer dann sparen. Ja. Gut, also bei der Volatilität, wie gesagt, halte ich mich zurück und handle da erstmal nicht. Von den Limiten her wäre es wahrscheinlich, kommt es wahrscheinlich darauf an, dass hier unten wären wahrscheinlich ein paar liegen und hier oben. Ja. Aber das ist hier mir, wenn ich jetzt auf einen 5-Minuten-Chart gehe, 5-Minuten-Kerzen, 70 Punkte hin und her, also ohne Struktur für mich, ja, ist jetzt nicht so schön. Ja, mein MetaTrader, den ihr hier seht, der geht über zwei Bildschirme bei mir, so dass man hier dann auch noch, was ich halt offen habe, immer ist hier aktuell ist ja sehr interessant, ja, Gold und Euro, Gold jetzt wieder abgetaucht unter die 2000-Punkte-Marke. Und hier seht ihr jetzt die Einzelaktien, ja, und da sieht man da genau das schon auch, was ich gerade vermutet hatte, dass die Mehrzahl der Aktien seitwärts läuft. Und jetzt, warum geht es denn trotzdem so nicht seitwärts so im Markt? Weil halt ein paar etwas kleinere Werte wie hier Cisco halt einen Trend halt haben oder hier Nvidia aktuell einen Trend halt haben. Aber der Rest, seht das hier, auf extrem hohem Niveau nach der Eröffnung seitwärts. Ja. So, mal mehr, mal weniger schön, aber das ist eigentlich jetzt hier gerade das Chartbild. Ne? Und normalerweise wäre es jetzt eigentlich so, dass da zwischendrin dann, ja, vielleicht dann die Arbitrage das dann so macht, dass der Markt dann halt so 60, 70 Punkte halt hin und her knallt. Ja. Genau. Also für mich auf alle Fälle einen Bereich zum Füße stillhalten, solange hier keine Struktur sichtbar ist. Ja. Wer genug Knete hat, der kann natürlich hier oben unten Limits reinlegen und ja, ist halt so lange dann damit glücklich, solange wir hier in dieser Trading Range halt bleiben. Ja. Bis zum Ausbruch. Ja. Genau. So, können wir hier mit neuer 5-Minuten-Kerze mal löschen. Also auch die Stundenkerze aktuell kann sich nicht so wirklich entscheiden. Ja, hier unten in dem Bereich, da wäre es dann schon mal interessant zu gucken, ob die Limits halt halten. Das wird, oder wenn es nach dem Durchstich wieder hochkommt, wäre das vielleicht auch mal eine Idee. Vielleicht für einen Trade. Mal gucken, wie weit es jetzt hier runter geht. Ja, oder doch zu weit. Also jetzt wär ich schon nicht mehr froh, drin zu sein. Ah ja. Das ist schon Wahnsinn, ja. Ja, wenn man halt unterstellt, dass nach einer schwarzen Kerze eine weiße kommt, wäre das ja ein Long Trade, ne? Kann man auch sagen, mit dem, was ist denn, mit dem Scalper-Tool oder dass man dann sagt, mit neuer, wenn die Kerze, man kann ja sagen, wenn die Kerze bärisch schließt, mit neuer Kerze gehe long. Ist ja möglich. Scalper Agent. Aber ich wollte den letztens demonstrieren bei einem anderen Broker und da ging er gar nicht. Welche SS habe ich hier noch gar nicht ausprobiert. So. Ja. Dann gucken wir noch mal kurz in die Fragen rein. So, mehr irgendwas, das haben wir schon.
Eine Frage hier nochmal, warum ist der Unterschied zwischen DAO-Chart und Future-Chart so hoch? Also das ist der Unterschied, liegt ja in der Preisung, in der Taxung einfach. Genau. Das variiert je nachdem, welche Unternehmen gerade Dividenden ausschütten oder nicht und so weiter. Der Unterschied beim DAO ist das, dass wenn Unternehmen dort Zahlen melden, dass die Dividenden halt rausfliegen. Bei uns werden die Dividenden reinvestiert, deswegen steht der DAX dann auch oftmals so gut da im langfristigen Modus. Ansonsten, was halt auch noch sein kann, ist, dass es vielleicht unterschiedliche Close-Zeiten bei den Brokern gibt. Also ein Broker schließt so, der andere so. Das hat dann wieder was mit der Serverzeit zu tun. Aber das ist ja mit dem Stair Trader dann auch ganz gut zu handeln, weil der Stair Trader sich ja nach unserer Zeit einloggt, ne? Also da habt ihr ja das hat man das ja rausgenommen, dieses Problem. Ja, bei manchen Programmen muss man jetzt eine Stunde vorrechnen, bei anderen eine Stunde zurück. Ja, also den Long unten relativ gut ausgereizt. Mal gucken, ob der hier nochmal runterkommt. Vielleicht wäre es ja nochmal was. Es sei denn, die Einzelaktien wollen in Richtung Gap Close laufen. So. Die Stundenkerze sieht ja auch nicht mehr so prickelnd aus. Ja, sieht langsam so nach Kasse abwärts aus, ja. Ja, aber es das heißt ja trotzdem nicht, dass es noch mal nicht nochmal 40, 50 Punkte hochlaufen kann oder 30 Punkte. Darum macht ja auch die Biege. Wundert mich so ein bisschen, dass die Märkte doch nicht so hochkommen, trotz des fallenden Golds. Oh. Naja. Oh, hier unten gab es noch einen kurzen Squeeze. Sweep, sweep. Dann halt nicht. So, mal gucken, wie weit der Markt hier runterkommt. Rein technisch. Ja, ist jetzt schon ganz schön Druck wieder drinne. War ja gestern auch so, dass, glaube ich, dann erstmal der Markt ja auch ordentlich nochmal runtergekommen ist. Ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern. So, mal gucken, wie weit wir jetzt hier in die Unterstützung hier reinlaufen. Letzte lokale Tief hier. Ja, da warten wir mal 16 Uhr ab, bis die Stunde fertig ist. So, bei der Stunde, wenn wir rechts mal in den Stundenchart reingucken, ja, also oben abgeholt, im Widerstandsbereich relativ weit runtergelaufen, letzte Bastion, da sind wir jetzt hier gerade hier unten drinne, wenn wir unterstellen, dass die Unterstützung eine Unterstützung bleibt, dann wären wir hier jetzt erstmal in einem potenziellen Unterstützungsbereich angekommen. Sollten wir jetzt mit Beginn neuer Stunde jetzt anfangen, erstmal wieder zu steigen und zu fallen, also worauf ich jetzt schauen würde, ist, was ich jetzt nicht sehen möchte, was aber durchaus bei der hohen Vola passieren kann, ist, dass wir eine Kerze bekommen, eventuell ohne Docht und Lunte. Das heißt, wir sehen direkt mit neuer Stunde so eine Kerze. Also dann am Ende der Stunde. Aber dass die halt direkt nach oben geht. Worauf ich jetzt spekulieren würde, auf den Bruch dieser Unterstützung hier, wäre, wenn wir erst anfangen zu steigen mit neuer Stunde,
mit neuer Stunde steigen und ich komme von hier oben irgendwo in den Short rein mit der Option, dass der Markt bricht, weil was würde auf der rechten Seite für eine Stundenkerze entstehen? Da würde eine Kerze entstehen, die, ich mache es ein bisschen breiter, damit man es ein bisschen sieht, die dann hier so ein Docht auf der Oberseite hätte. Das heißt also, wenn der Markt hier ein bisschen hochläuft, ja, dann muss der Markt ja, oder ich zeichne es hier mal drüber, ja, also damit die Stunde danach dann so ausschaut hier, muss ja der Markt erstmal steigen, damit wir überhaupt einen Docht basteln. So, das wäre jetzt eine Idee. Alternativ, was wir hier auch sehen, dass nach einer schwarzen Stunde auch eine weiße Stunde kommen kann. Das heißt, könnte jetzt auch passieren, dass der Markt halt erst durchfällt durch die Unterstützung und dann anfängt zu steigen. Sowas hier. Ja, also das heißt, wir holen uns hier unten vielleicht ein paar Stoppies, gehen dann wieder zurück in die Range und deswegen wird es jetzt echt interessant werden, wie die neue Stunde gleich dann, wie die sich verhält. Also was sehen wir dort? Ja. Also die Unterstützung hätte erstmal gekauft worden. Ja, leider relativ nicht so schön für mich jetzt. Also ich habe zwar auf den Long geschaut, aber jetzt mich entschieden, die Stunde abzuwarten. Ja. Ja, also das sind so die Ideen. Es sei denn jetzt, und das kann der Markt halt auch, ich habe es letztens gesehen, in der letzten Minute nach Stundenkerze haben die das Ding halt komplett umgedreht, weil da irgendwie eine 100-Punkte-Kerze in der letzten Minute in eine Richtung kam. Ob der Skype-Agent läuft, kann ja hier mal probieren, ja. So, also das wird für mich jetzt die Idee halt werden. Mal gucken, wo die Kerze jetzt hier schließt, die Stunde. Also noch im Unterstützungsbereich. Optional, wenn wir so eine Verkäufe sehen wie gestern nochmal mit der neuen Stunde, dass wir hier vielleicht sogar um einiges tiefer gehen könnten. Ja, im Sinne des Short-Trends hier. Ja. Jo. Das ist die Idee. Das Ding wieder 15 jetzt hier ist sinnlos, ne? Letzten 2, 3 Minuten bügeln die das Ding komplett um. Ja, ruhig bleiben. Ja, Unterstützung bleibt Unterstützung. Ne? Aber es ist halt auch so, dass solche Dinge bestätigt werden nochmal. Also man merkt bei den Amis, man muss dort das Limit drinnen liegen haben und fertig. Ja, so. So, bei sowas vor allem. Ging eigentlich viel zu schnell da drauf, ne? Und von daher wird sowas dann eigentlich oft bestätigt. Naja, gut, jetzt sind wir ja, wie gesagt, 50, 60 Punkte weg davon. Mal sehen, wie weit, also wie die letzten 2 Minuten jetzt noch laufen. Also es kann auch sein, wenn das jetzt nochmal 2 Minuten richtig Vollgas geben, dann schließen wir sogar das Ding deutlich im Plus. Ja. Ja. So. Genau, wir holen uns mal hier den, mal gucken, den Skype-Agent mal hierher. Also ich konnte bei dem anderen überhaupt gar nicht erst reinziehen. Ach, was ist denn das jetzt gewesen? Paar Aschin. Das brauchen wir nicht. Knapp daneben. So, nochmal. Zack. Gucken wir mal. Hier. Ah, hier geht er. Reicht das, wenn ich den hier anmache, oder muss ich ja auch noch bei Dings anmachen? Also ich habe das Teil mal eine Zeit lang wirklich sehr aktiv genutzt, wo ich, vielleicht erinnert ihr euch noch, es gab mal so eine Phase, wo halt genau mit Beginn neuer 5-Minuten-Kerze die Kerze, wenn sie halt oben geschlossen hat, direkt gedreht hat. Ne? Und das war auch bei so einer hohen Vola-Phase im Corona-Crash war das gewesen. Ja, und ja, da war das Ding eigentlich ganz gut. Ja.
Ich wollte das hier ausmachen. So. Also, da hat die Kerze doch nicht unten geschlossen, wie ich das jetzt gedacht hatte. Ja, 5 Minuten, wie gesagt, sind halt im Nasdaq auch sehr, sehr lang. Und ja. Ach, schade. Mal gucken. Das gefällt mir natürlich nicht. So ein langes, so eine lange Docht und so eine lange Lunte im Stundenchart ist halt so 50-50, ja. Also schöner wäre es jetzt für mich gewesen, wenn das Ding jetzt so unten geschlossen hätte. So, wir gucken mal, das könnte hier ein Box-Setup vielleicht werden mit, ja, 30 Punkte sind 60 Euro. Mal gucken, wenn es durchläuft. 40. Mal sehen. Was sie sagen. Mal gucken, wo die Minute schließt. Jetzt hängt das schon wieder. Das ist echt der Wahnsinn, was das Teil für Strecken abspult in der Minute, wenn man da mal ein Bewegungsmesser dran machen würde. Wäre das, glaube ich, echt ein absoluter Irrsinn. Oh ja. Schade. Doch die Longseite oder was? Ich kann die Longseite hier nicht gegen den knappen Widerstand jetzt handeln. Also wer den Long halt nehmen will, also ich nehme den nicht, wäre das Ziel hier oben, ne? Und dann Tageshoch. Ach schade, also die Unterstützung hier unten, das wäre Ihr Trade gewesen. Ja, 13.507 bis ja, 13.500 als runde Marke, ja, wenn man das eingeloggt hätte. Ja, wäre jetzt der Stop bei 48, wenn man immer noch drin wäre mit neuer Stunde. Ja, hat man 120 Punkte plus optional Chance auf Breakout. Jetzt hängt es schon wieder. Also wenn man jetzt mit mehr als nur einer Position handelt. Ach ja. Gut, war es erklären denn nicht die richtige Stelle gewesen zum Erklären? Jetzt sind wir mal gespannt, ob der Markt da jetzt den Squeeze da durchschafft. Or nicht. Dings sehen ja ganz gut aus. Also auch hier der Dow sieht ganz gut aus. In der Unterstützung ganz gut gehalten. S&P 500 sehen auch gut aus. Normalerweise zu schnell dran gelaufen, aber dadurch, dass wir das unten getestet haben, auch ein gutes Zeichen, dass es hier durchgehen kann. Wie gesagt, Newsfront kann ja auch noch mal sein. Naja, also wir sind jetzt nicht dabei. Man sieht zumindest ein ziemlicher Drive hier auf der Oberseite mit neuer Stunde. Also letzte 5 Minuten Kerze. Das Ding relativ gut von der Unterstützung weggebracht. Beginn neuer Stunde direkt Powerplay auf der Oberseite durch den Widerstand durch. Ja, maximal, wann könnte es nochmal short gehen? Also da würde ich jetzt auf alle Fälle auch den Test vom gestrigen Tageshoch hier erwarten und dann wäre da vielleicht nochmal so ein Rücksetzer als Short möglich, wenn man sagt, okay, wir triggern das kurz, dass der Markt dann nochmal 20, 30 Punkte zurückkommt. Sollte die 5-Minuten-Kerze vielleicht hier nochmal sowas wie vorhin gerade kommt, dass der Markt hier nochmal 60 Punkte wie vorhin gerade runtergeht, dann wäre es nochmal eine Idee. Aber da muss man jetzt bereit sein, einfach hier auf der 13.606 zu klicken, Stop-Loss 35 Punkte rein und drauf setzen, dass das halt 60 Punkte runtergeht. Wer das machen kann, ja. Ja. So, wenn mal eine ganz lange Kerze in einer kommt, dann kann ich ja mal machen Action. Mal gucken, ob es geht. Also das Ding darf halt nicht anhalten. Ne? Ach Mann, ey. Ja, auf. Ist nicht schön. So, kriegt man den Ausbruch? Kasse sieht eigentlich ganz gut aus jetzt, ey. PayPal, neues Tageshoch sogar gemacht. Die anderen, auf sowas schaue ich halt auch immer. Wir sind ja im Nasdaq noch nicht am Tageshoch, aber
Wo ich auch mal gucke, hier bei diesem Indikator, wenn ich das schon sehe, dass einige wie Google über dem Tageshoch drin sind, PayPal über dem Tageshoch, Nvidia über dem Tageshoch von gestern, Microsoft als zweitschwerster Wert auch am Tageshoch schon von gestern. Ja, und wenn man dann so ein bisschen überlegt, okay, ich meine, jetzt müsste jetzt mal Apple noch ein bisschen besser laufen, dann immer mal so eine Idee, je mehr über dem Tageshoch halt drüber sind von den Top-Werten, desto eher kann ich mir dann auch diesen Breakout halt vorstellen. Ja. Wie gesagt, im Detail läuft ja jede Aktie für sich, wenn man so möchte, es sei denn, wir haben über dem Future halt die Dominanz, dass da halt wirklich Future Trader halt reinkommen. Dann würden aber alle Aktien mit einmal in eine Richtung hüpfen, ja, wenn jetzt jemand da richtig massiv reinhaut. Aber das haben wir jetzt gerade ja nicht. 13.600 gedauert. So, da. Mich juckt es ja nach einem Breakout-Trade hier. Ich könnte ja fast vermuten, dass hier auf der 98 13.600 da ein Limit getroffen wurde. Mal gucken. Man merkt auf der 98 600, da ist was. Schauen wir mal. Also, ich bin gedanklich auf alle Fälle long, aber ich bin real nicht long. So. Also an der 98. Ich mach mir mal hier einen Punkt rein. Ich weiß nicht. Normalerweise müsste ich es eigentlich durchziehen, aber sollte ich es. So, 98. 98 Stop Loss. Müssen wir mal gucken hier. 20 Punkte wäre hier. So. Können wir mal hier einzeichnen. Also ich habe den Trade jetzt nicht gemacht. Ich werde mich auch nicht ärgern. 98, 78, so. Also hier ist für mich durchaus die Möglichkeit gegeben, dass wir long gehen, hoch 15 plus Breakout, wenn die 5-Minuten-Kerze gut schließt. Um 16:10 Uhr, dass wir hier im 5-Minuten-Chart, ich mache euch mal kurz den 5-Minuten-Chart hier an. So, 5-Minuten-Chart only, dass wir hier, wir haben jetzt eine Kerze gehabt, die das oben angehandelt hat. Und dass jetzt die aktuell laufende Kerze, ich versucht hätte, jetzt so tief wie möglich zu catchen, also wie gesagt an der 98. Und wenn die in 2 Minuten nochmal da oben schließt, hat sie sehr, sehr gutes Potenzial, dass wir hier vielleicht einen Ausbruch sehen. So. Wenn nicht, ja, ist mal halt raus. Aber das Problem, was ich jetzt da habe, ist, wäre jetzt hier im Webinar mein erster Trade. Eigentlich Risiko, dass ich darauf setze, dass die Range, also dass sich das Verhalten des Marktes verändert, aus einer Range wird ein Trend. Ja. Natürlich macht das Ganze halt mehr Sinn von da unten halt aus. Ne? Also hier unten hätte es ja viel, viel mehr Sinn gemacht. Hier oben muss ich jetzt wirklich drauf gehen, dass hier aus dieser Trading Range halt ja, jetzt wirklich der Trend wird. Ich meine, man kann natürlich auch jetzt, wenn man überlegt, wir waren von 98 bis 09, das sind auch 10 Punkte, ja, oder man kann ja auch den Trade hier beenden, so, wenn man jetzt mit mehreren Positionen handelt, mit 10 oder 20 Punkte und wenn man halt Glück hat, kriegt man halt den Breakout und kann hier 50 Punkte verdienen. Wenn es nicht läuft, hat man halt 10 oder 20 Punkte trotzdem verdient, ja. Aber das ist die Idee, zumindest um jetzt mal meine Gedanken hier zu präsentieren, die jetzt dahinter wäre. Also das, wie gesagt, wäre jetzt der Stop-Loss. Na, jetzt wollen wir mal in der Spitze. Können wir da nochmal gucken. Aber das hier mit dem, dass der es auch immer anhält, das nervt mich so ein bisschen. So, also Stop-Loss machen wir hier mal rot. Und gehen wir zurück auf die Minute. Aber das ist halt dann das, was man bereit sein muss, zu riskieren, zu sagen, okay, das könnte ja was werden, vielleicht mit dem Ausbruch oder nicht. Und wenn ihr sowas handelt, also wenn ihr zumindest sagt, ihr wollt auf den Ausbruch handeln, ihr müsst so tief reinkommen, dass ihr zumindest wie jetzt hier sind, bis zum Hoch halt 25 Punkte. Das heißt, man sollte sich die Möglichkeit schaffen, entweder mit 10 oder 20 Punkte rauszukommen oder plus minus null halt aus dem Trade. Also hier oben jetzt bei 16 wäre mir viel zu spät. Also wie gesagt, hier unten auf der
8,90, das fand ich schon ganz gut, dieses Level. Und jetzt mal gucken, jetzt in die erste Minute müsste jetzt dann halt der Ausbruch kommen. Wenn der jetzt langsam nicht kommt, dann muss man auf alle Fälle raus. Also dann bin ich auch bereit, mit 15 Punkte oder so rauszugehen. Ja. Wahrscheinlich wäre ich jetzt eh raus mit 5. So. Das will ich dann in der ersten Minute schon gar nicht mehr sehen. Was halt noch immer positiv ist, wenn diese lange 1-Minuten-Kerze hier gehalten werden kann und die wurde jetzt per 1-Minuten-Close noch nicht gebrochen, kann es immer noch sein, dass der Ausbruch auf der Oberseite halt funktioniert, so, oder funktionieren kann. Ziel wäre dann 13.666 und das nächste Ziel für mich aus dem Tageschart heraus die 13.706 und für, was haben wir denn für mehr? Also, wir können ja nochmal nach Fibus gucken. So. So, das wäre hier mein Breakout-Ziel. Also wenn der Ausbruch gelingen sollte, ne, sieht jetzt noch nicht so aus, dauert schon relativ lange. Das wäre mein Target. Wie gesagt, zurzeit funktioniert so Fibo Extension echt super. Ja. Gestern, wer heute früh meinen Guten Morgen DAX geguckt hat, da war auch gestern starkes Fibo Extension getroffen. Im Rohöl haben wir jetzt ein gutes Fibo Extension getroffen und das war das Allzeithoch. Also nicht das Allzeithoch, aber das bisherige Hoch. Ja, dauert schon ganz schön lange. Also da oben viel zu lange. Ja, und wenn man da jetzt da oben drinne ist, die Gefahr natürlich, dass der Markt da unten wegrutscht, da, das sind 120 Punkte, das hätte ja, also ich würde es im Leben nicht aushalten, nicht mit der Account Size, das sind 240 Dollar pro Kontrakt und wenn man jetzt zwei oder drei halt hat, ja, da, keine Ahnung, da muss man fast schon einen Tausender riskieren, um nur zu wissen, ob man oben rauskommt, also das wäre nicht meins. Also das dauert hier mir zu lange. Je länger sowas dauert und solange so ein bisschen diese Aufwärtsstruktur bleibt, ist es immer noch okay. Es gibt zwei Möglichkeiten, dass der Markt das dann trotzdem auf der Oberseite schafft. Worauf ich jetzt mal setzen würde, wäre eine Möglichkeit noch. Und zwar, wenn wir ganz plötzlich, wenn das, also wenn so ein Schweinebacken-Move wird, dann macht der Markt Folgendes. Wir gehen ganz kurz herunter. Das dauert 10 Sekunden und sofort wieder hoch. Wenn das in so 10 Sekunden bis 30 Sekunden, sage ich jetzt mal so. Also 30 Sekunden ist schon relativ lang. Aber wenn das passiert, dann würde ich nochmal gucken, ob ich hier reinkomme in dem Bereich. Ja. Ja, das wäre der einzige Move, den ich nochmal nehmen würde. Ja, so 10 Sekunden runter und dann raus. Das wäre nochmal ein Long, den ich nehmen würde. Hier oben würde ich mich jetzt nicht engagieren. Wer von unten aus drinne ist, der kann ja immer noch sagen, okay, ja, solange der Markt dieses Level hier oben hält, die 13.600, besteht immer die Möglichkeit des Breakouts und dann muss man überlegen, nehme ich das Risiko, ja oder nein, wenn es nicht versus dem ist, passiert halt nicht. Genau. So, dann war vorhin nochmal eine Frage. Achso, siehst du den DAX im Squeeze-Modus oder hatten wir schon den Game Changer? Also DAX für mich eigentlich, wie sieht denn der heute aus? Also, kurz hier. DAX, also, hier mal. Also. Oh, DAX ist ja ganz gut gelaufen hier. Also DAX für mich, habe ich nicht nur einen anderen DAX-Chart. Dann machen wir das hier mal aus. Also DAX für mich schon ziemlich, also DAX für mich nach den beiden Long, also nach den beiden Squeezes gestern, hatte der für mich deutliches Long-Potenzial. Also diese beiden Squeezes hier gestern, wenn wir es hier mal so sehen.
waren für mich schon das Thema, dass wir hier unten fertig sind. Ja. Also wir haben jetzt, wenn man hier das so zusammenschiebt, inklusive Overnight, wir haben hier unten diesen Bereich, dann das Hoch, dann sind wir nochmal hier runtergelaufen, dann gestern der erste Squeeze, dann gestern nochmal 61% das Ding korrigiert, der gestern zweiter Squeeze und das war heute für mich die entscheidende Frage, ob der Markt dieses Niveau, ups, diese Unterstützungen hier halten kann. Ja, den Unterstützungsbereich, den wir Overnight gebildet haben und so weiter, ob wir den halten können und vor allem, was passiert, wenn wir dieses Hoch hier knacken. Das hat zwar Ewigkeiten gedauert, das ist jetzt von letzter Woche Freitag, dieser Widerstandsbereich. Wie gesagt, ihr könnt auf meiner Seite, gibt's auf der Seite scalp-trading.de, da gibt es jeden Tag eine Tagesanalyse, die könnt ihr euch da reinziehen. Und das hat ja auch sehr lange gedauert und da hat man schon gemerkt, da wurde relativ viel gearbeitet und von daher war für mich das heute hier schon so, dass wir sind immer noch ganz klar im Abwärtstrend, aber dass wir diese Korrektur hier ausweiten und dass auch heute in der Kont also so wenig wie es zurückgegangen ist, dass die Short-Trader sicherlich ins Hintertreffen kommen und geraten. Und jetzt kommt vielleicht noch ein Punkt, wenn man jetzt denkt, okay, der Markt kommt auf alle Fälle wieder runter, dass man vielleicht sehr große Shortverluste unter Umständen, wie gesagt, ich weiß nicht, wie Börse, ich habe keine Glaskugel, aber dass wir unter Umständen halt sehr weit nach oben auch, also wir haben ja einfach Platz nach oben auch. Und das ist halt die große Gefahr, dass man jetzt, man hört die Nachrichten und man sieht dann vielleicht so schlimme, sei es YouTube, Twitter-Videos, was auch immer. Oder keine Ahnung, welche Medien man nutzt und denkt sich, ah, bei dem, der muss doch, die Börse muss doch fallen, die muss doch fallen, so hohe Rohölpreise und so weiter. Aber wir haben per gestern mit dem Squeeze einfach, waren wir an einem Level dran, wo irgendwas ein Auslöser, also der Auslöser kann null und nichtig sein, der aber eine rein technische Reaktion auslöst und dass diese beiden Squeezes gestern nicht abverkauft wurden, zeigt mir, dass der Markt unter Umständen halt erstmal sein Tief gefunden hat. Und ja, wenn wir hier auf die Stunde jetzt gehen, ja, wie gesagt, das Ding ist immer noch abwärts und es kann auch sein, dass wir hier in dem Bereich auch dann schon wieder fertig haben. Ja, aber trotzdem, also hier, dass dieser Unterstützungsbereich jetzt ein neuer Widerstandsbereich wird, das kann auch passieren. Ich sage mal so, die fiese Nummer wäre, wenn der Markt hier nochmal so ein Hoch rausholt und dann erst dreht. Also hier so raus und dann wieder runter. Aber das war für mich gestern zumindest, dass der zweite Squeeze heute nicht mehr verkauft wurde, ein Argument, dass ich heute hier sehr, also recht longlastig unterwegs war. Also gedanklich halt zumindest. Ja. Genau. Also da und am Ende kann es halt wirklich dazu kommen, dass wir die letzte Abwärtsbewegung komplett auf Null wieder hochholen, also Richtung 14.000, 14.070. Oh, das wäre morgen noch, gut, morgen kommt noch EZB. Da kann noch mal einiges passieren, aber typisch in solchen, also ganz typisch ist halt in solchen Bärenmärkten, dass der Markt halt immer wieder auch das Potenzial hat, an diesen Ausgangspunkt der Bewegung hinzukommen, vielleicht sogar drüber zu gehen und danach trotzdem wieder runterfällt. Ja, auch wie hier, auf unterschiedlichsten Ebenen. Der Markt fällt runter, kommt bis an dieses Hoch ran. Man denkt, oh, jetzt haben wir es geschafft, endlich Umkehr. Und dann kommt genau das wieder, dass der Markt doch wieder runtergeht. Ja, und auch hier diese Bewegung, ne? Dieses starke runter, stark hoch, nicht ganz geschafft hier. Aber schlussendlich dann doch wieder runtergefallen. Und das passiert auf unterschiedlichsten Zeitebenen, in unterschiedlichsten Trendgrößen, dass der Markt halt an den Anfang der Bewegung zurückkommt. Ganz typisches Teil. Ja. Also es würde mich nicht wundern, wenn mit dem heutigen Tag das so passieren könnte. Ja. Ah! Da war mein Ding. Also ich hätte es wahrscheinlich nicht gehandelt, aber das passt hier ganz gut rein. Also da gab es wahrscheinlich hier nochmal News. Aber ich hätte jetzt nicht gehandelt, wenn es mir getraut hätte. Ich habe ja gerade jetzt hier gequarkt, aber das wäre jetzt hier 88%. Das wäre, also diese schnelle Bewegung und wieder hoch, das passt mir richtig gut ins Bild.
Wäre ich aber jetzt schon auch wieder raus, ganz ehrlich. Naja. Aber das war das, was ich meinte mit diesem nochmal. Das ist immer, ich sage das zur Zeit bei meiner Gruppe immer die Extra runter. Also, dass der Markt, wenn der so lange hier rumeiert, dann muss der gefühlt nochmal dieses Tief rausnehmen, um dann zu steigen. Und klar, der Markt ist jetzt erst hier mit den News, ich habe jetzt nicht das genau gesehen, also hochgelaufen, runtergelaufen und dann halt hoch. Aber das auch länger gedauert, als jetzt vermutet habe, aber das passt ja ganz gut ins Bild rein. Ja. Naja. Jetzt darf er ausbrechen oben, wenn er will. So. Gut. Wenn er will. So, wo waren wir gerade? Achso, beim DAX. Ja, hier jetzt, ja, da, das ist die Analyse von heute. 13.698 hätte man das Gap vom Freitag zugemacht. Schlusskurs 17:30 Uhr im X-DAX. Also wer einen X-DAX offen hat, der kommt, die 12 Punkte kann er auch noch machen. Der DAX. Ja. Ja, das war die Frage heute. The great question. Wird die 13.315 hier unten abverkauft, ja oder nein? Also zumindest für mich war das heute die Frage, die man rauskriegen musste. So, hier wäre jetzt nochmal ein Long gewesen. What? Also ich bin ja, jetzt wäre ich für Ausbruch. Also, aber jetzt muss erstmal wieder das Ding wieder loslassen. Das ist echt nervig, ey. Das wäre jetzt ideal für den Ausbruch. Los, zeig mir den Ausbruch. 16 Uhr. Wir schauen noch bis 16:30 Uhr. 16:30 Uhr mit der halben Stunde, wenn die fertig ist. Wie sieht denn die eigentlich aus hier, der M30? Ja. Ja, M30, wie gesagt, gar nicht geschafft, da unten so tief zu schließen. Ja, ist eigentlich muss jetzt mal langsam hier der Ausbruch kommen. Zeitwärts. Also richtig cool, im optimistischsten Falle schließt in 7 Minuten der Markt am Hoch. Oder wir bleiben hier stehen und dann direkt mit Beginn neuer halber Stunde, dass wir den Docht schließen, also den Docht durchhandeln dann. Das wäre es noch. Also wenn Sie es gut machen von der Uhrzeit her, da zieht sich das noch ein bisschen hin, 5 Minuten bis 7 Minuten und dann mal gucken, ob was geht. So. Ja, Stundenpivots kam der Hinweis. Also wenn ihr das macht, ihr könnt die ja anmachen, die Stundenpivots. Hier R1 hier gerade. S1, ja, gut gelaufen. Ist das jetzt von letzter Stunde noch? Von aktueller noch? Also ich habe es ja ab und zu mal an, nicht immer. Ja, man sollte aufpassen, im Chart nicht zu viel Sachen drinne zu haben. Ja, da ich selber jetzt die Stundenpivots direkt jetzt nicht als Handelsentscheidung hernehme, klar, ja, heute hier hätte es jetzt gepasst, sei jetzt mal. Man muss das aber ja so ins Trading integrieren können für sich, dass man dann auch vielleicht da draußen eine Handlung ableiten kann. So. Da ich selber da keinen Bezug irgendwie dazu habe, auch wenn ich es immer mal gesehen habe und ich weiß ja auch, dass der Dirk das recht häufig da auch mal einen Blick drauf wirft, aber ich hab's bei mir jetzt einfach gefühlsmäßig, habe ich irgendwie keinen Bezug dazu. Und deswegen habe ich es nicht, treffe ich danach keine Entscheidung. Wenn man danach Entscheidung trifft und das auswertet für sich und auch gut sieht, oh, super Entscheidungen getroffen danach, dann ist ja alles cool. Ja, so. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass der Markt, also dass man maximal so 7 Informationen gleichzeitig verarbeiten kann. Heißt also, wir haben den Candle-Chart als eine Information, die zweite Zeiteinheit als dritte Information, dann noch ein paar andere Zeiteinheiten, ist vierte und fünfte Information, dann vielleicht noch ein Fibo ist dann schon sechste Information, Pivot siebte Information und dann darüber hat man dann schon gar keinen Fokus mehr. Ja, immer im Kontext, ja. Also wie gesagt, also wer das hat und merkt, ich weiß auch, dass der Markt ja manchmal da wirklich auch echt genau da dran läuft. So, jetzt haben wir die letzten paar Sekunden der 5-Minuten-Kerze. Ja, also macht der Markt jetzt eigentlich ganz gut. Mal sehen, wie die letzte 5-Minuten-Kerze jetzt hier läuft. Also wenn er es gut macht. Ja.
Ich bin mal gespannt, was hier oben läuft. Ja, also ein Limit Long wäre noch möglich gewesen, wahrscheinlich. Ich habe, wie gesagt, jetzt die Limits nicht drin, die ziehe ich mir dann hier aus dieser. Das muss man dann immer einstellen, aber das ziehe ich mir hier aus dieser Heatmap hier raus. Normal. Kriege ich jetzt hier nicht da. Ja, also da ziehe ich mir das mal raus, mal. Geheimes Wissen. Nee, Quatsch. Also am Ende ist es so, wenn ihr den Markt jeden Tag beobachtet und den Zugang zu allen Möglichkeiten habt, ja, dann kann es halt immer mal sein, dass einem was auffällt und das versucht man dann halt im Trading zu integrieren. Aber auch da merke ich halt am Ende, wie es der Jürgen gerade gesagt hat, im Kontext, am Ende, wenn man blind einfach alles versucht zu handeln, hat man immer das Problem, dass man die Trefferquote, dass die gar nicht so gut halt ist. Ja. Also mehr Sinn macht es schon im Kontext versuchen, situative Entscheidungen zu treffen. Ja. Ja, was sind wir? 86. So, ich habe mal hierbei auf der 87 einen Limit reingelegt. Nicht, dass er jetzt nur die 8, das wäre es natürlich jetzt, nur die 98 geholt. Ja, gut, das darf er nicht machen. Ah, sau. Hat er wirklich nur das Tief der 5-Minuten-Kerze geholt? Also wenn er es jetzt richtig gut macht, dann war es das jetzt, das war der letzte Kick. Also wenn es richtig gut läuft, wäre das der letzte Kick auf der Unterseite, was er jetzt noch nicht geschafft hat, das Hoch der letzten Minute rauszunehmen, aber dann kommt theoretisch der Ballermann auf danach. Wir gehen mal hier auf den, also wer es nicht sehen kann, wir gehen mal hier auch kurz auf den 5-Minuten-Chart only. Also das wäre jetzt das Best-of-Szenario, tief der letzten 5-Minuten-Kerze rausholen. Jetzt bis auf die 98 gelaufen. Und jetzt die nächsten 2 Minuten, jetzt der Ballermann hier schön nach oben weg. Ja, aber Hauptsache nochmal das Tief der letzten 5 Minuten. Also 2 Minuten sind im Nasdaq halt echt lang. Ich hätte jetzt ein bisschen weiter vermutet, bis auf die 98. Aber wenn er das jetzt schafft hier, für mich mit Beginn neuer halber Stunde bis zum Ende der Stunde dann auch der Versuch, das hoch rauszunehmen. Mal gucken, ob es gelingt. Aber der Verlauf, ihr seht das jetzt hier, 5-Minuten-Chart-Only ist schon echt mega hässlich. Ne? Also da bin ich bis jetzt ganz froh, dass ich mich jetzt hier nicht großartig engagiert habe. Ja, ich glaube, da werde ich dann heute auch Feierabend machen. Also ihr seht das ja, wie abwechselnd wir hier schwarz-weiße Kerzen haben, ganz kleine Kerzen und ganz große Kerzen. Also für mich ein Chartbild, was halt in Summe schon viel mehr Risiken als Chance hat. Und wenn man da nicht wirklich richtig gut ist, kann man sich an so einem Tag auch ziemlich nackig machen. Also wenn wir jetzt hier, ich halte noch mal kurz das Bild hier an. Also das ist der Start hier. Lange 5 Minuten Kerze nach oben, über das Hoch drüber. Kennt ihr ja auch, komplett wieder zurückverkauft, die 5 Minuten Kerze danach dann. Innerhalb dieser langen Abwärtskerze ging es dann hier erstmal 15 Minuten lang hoch, die Hälfte ungefähr neutralisiert, dann wieder eine schwarze, dann unter dem Tief wieder eine weiße hingestellt. Ja. Wenn wir das hier noch ein bisschen breiter ziehen, mal so. Ja. Und dann läuft der Markt halt immer hier dieses ja, unter das Tief drunter, relativ deutlich, dann hoch, über das Hoch drüber, ist jetzt nur der 5-Minuten-Chart, über das Hoch drüber, wieder runterwärts. Hier unter das Tief drunter, wieder hoch. So, wenn man jetzt hier wieder über dem Hoch denkt, okay, man muss wieder runtergehen, dann trifft man hier genau jetzt diesen Wandel, wo der Markt halt dann doch eine zweite 5-Minuten-Kerze mal aufwärts macht. Ja, und dann hier ganz kleine Kerzen, immer kleiner werdende Volatilität. Ja, so, und dann wieder eine Kerze über das Hoch drüber, unter das Tief drunter und wieder hoch. Und hier wieder über der. Unter das Tief und wieder hoch. Ja, ich meine, das ist
Wie gesagt, ganz ehrlich, natürlich findet man seine Punkte, wenn man im kurzfristigen Trading da aktiv ist, aber da muss man schon fünfmal um die Ecke denken. Gut, leider nicht geschafft, oben rauszugehen. Mal gucken, neue halbe Stunde. Also hier unten wäre noch ein Level offen auf der 86, habe ich geguckt gehabt. Mal gucken, ob das noch trifft oder nicht. Aber ja, so neue halbe Stunde nochmal in das Tief rangelaufen. Ja. Also ganz ehrlich, muss ich nicht handeln. Ne? Und hier schon Schein brauche ich jetzt auch nicht. Ja. Naja, gut. Ja, hat nicht sollen sein. Immer noch also im positiven Falle, was für den Ausbruch immer noch auf der Oberseite spricht, wäre, wenn ihr hier mal auf den 1-Minuten-Chart guckt, auf diese lange 1-Minuten-Kerze, solange die halt nicht per Minuten-Close auch zurückgehandelt wird oder auch die hier darunter, haben wir immer noch eine Chance, dass der Markt aus der oberen Konsolidierung auch nach oben ausbricht. Halte ich immer noch für möglich. Ja, halte ich immer noch für möglich. Hätte eigentlich für mich schon längst nach oben ausbrechen müssen. Aber gut, ich mache ja nicht den Markt. Ja. Ja, ist eine ziemliche Quälerei. Wie heißt es im Podcast von Gemischtes Hack? Mittwoch ist Hacktag. Ziemlich Hickhack. Ja, tut mir leid. Ich hatte letztens, hat mir eine Traderin sogar geschrieben, Heiko, überleg mal bitte, ob du vielleicht das Webinar umlegst vom Tag her, weil Mittwoch eigentlich immer genau dieser Hacktag ist. Also wir haben ja meistens, wir hatten jetzt ja vom Verlauf her das so gehabt, Montag runter, Dienstag, Turnaround Tuesday. Wer sich daran erinnert, der Dirk hat ja gestern Webinar gehabt und da ist ja der Markt wieder den Squeeze gemacht. Ich glaube, beim letzten Mal, wo das Webinar war, hatte der Dirk ja auch den Squeeze bekommen. Also das könnte ich dann ein bisschen besser handeln. Ja. Und ja. Und ich habe jetzt zweimal den Mittwoch gehabt mit dieser Hackerei. Nelson, wir müssen tauschen. Klar, Der wir können alles Dirk machen. kann. Der Dirk kann doch viel besser hier dieses oben Short, unten Long. Kann er doch viel besser. Außerdem kann er da sein DAU handeln. So. Müssen wir mal mit Dirk reden. Ja. Genau. Bin auch für Dienstag oder Donnerstag zum Heiko-Tag zu machen. Ja. Oder am besten beide Tage. Ja. Am besten immer. Ja, schade. Also, ich sage jetzt mal, also was ich mit so einem Tag. Wir haben versucht, die Struktur von diesem heutigen Tag aufzunehmen. Der Markt hat doch die ein oder andere extra Runde gedreht. Ja, es hätten durchaus ein paar Trades werden können. Aber ganz ehrlich, je nachdem, wie aggressiv, defensiv ich das gehandelt hätte, wüsste ich, wäre es mit Ach und Krach vielleicht ein Plustag, vielleicht ein Minustag. Das wäre dann eher zufällig. Was wäre, und das ist ja auch immer das, was ich ja mir auch am Abend, wenn ich dann meine Trades angucke, was wäre der Trade of the Day oder für diese Session jetzt gewesen? Der Trade für diese Session wäre natürlich schlechthin hier unten der Long gewesen. Ne? Das wäre der einzige in der Nachbetrachtung richtig gute, sinnvollste Trade gewesen. So. Das andere ist halt alles mit sehr viel Fantasie an Haaren herbeigezogen, was hier und da auch funktioniert, mal mehr, mal weniger, aber auch möglich ist. Ja, dieses Thema dieser Extra-Runde oder auch vielleicht sich in einem Chart zu fokussieren. Aber selbst da ist es im 1-Minuten-Chart so hässlich, wo man sagt, okay, unter dem Tief einer 5-Minuten-Kerze schaue ich auf Long über dem Hoch, auf Short. Ja, und das hier, wie gesagt, wenn der Markt dann solche News-Ballerei hat und 60 Punkte hoch runtergeht, ganz ehrlich, da bin ich eigentlich auch immer froh oder heilfroh bin ich, wenn ich A, mich von solchen Situationen fernhalten kann, ob bewusst oder unbewusst, und mich nicht da in den Chart reinziehen lasse. Ja, auch manchmal sitze ich da, denke, oh, das ist eine gute Situation, und dann präsentiert mir der Markt dann so ein Chartbild und ich muss mich dann da durchfighten. Und dann wird das halt anstrengend und dann guckt man nachher, was man an Kosten produziert hat, was man an Nerven gelassen hat, um das im Verhältnis zum Ergebnis, und dann denkt man sich, okay, kein Trade wäre die beste Option. Ja. Also von daher hoffe ich, dass da vielleicht ein bisschen rein jetzt ausbildungstechnisch was rumgekommen ist,
Ansatzmäßig, wo man sagen kann, ja, das macht schon so ein bisschen Sinn. Und ja, der DAO ist ja gut. Ich glaube, beim DAO wäre der Dirk heute auch ausgerastet. Aber der haut halt auch immer mal noch mal eine extra Position halt rein. Da bin ich so nicht so der Freund davon, so ein bisschen so mit der Schrotflinte da ab und zu mal drauf zu halten. Naja, also ich bin ganz ehrlich, im Nachhinein bin ich froh, dass ich jetzt keinen Trade gemacht habe. Und ja, dass ich einfach auch dem Markt gedanklich ferngeblieben bin. Wie gesagt, der ein oder andere wäre hier auf 10 Punkte mit diesem einen, der gedachte Trade hier mit dem Stop-Loss, der wäre was geworden, zumindest erst im Gewinn oder zumindest im Gewinn mal gewesen. Ja, der Ausbruch müsste, also hier würde ich trotzdem zur vollen Stunde schauen, kann der Ausbruch gelingen? Und wenn der Ausbruch hier zur vollen Stunde gelingen kann und nicht danach sofort der Konter auf der Unterseite kommt, gehe ich davon aus, dass die Märkte im Nasdaq vor allem, wenn der Markt durchdreht, haben wir da eventuell, wie gesagt, ich lehne mich mal aus dem Fenster, ich kann ja auch immer nur sagen, wenn dann. Also wenn die Short-Auflösungen über dem Hoch von gestern und über der 13.700 kommen sollten, kann dadurch, dass der Markt jetzt hier seit 15:30 Uhr so seitwärts gelaufen ist, wo halt auch ziemlich viel Sprengkraft drin sein kann, wirklich kann es passieren unter Umständen, dass der Markt halt massiv, unter Umständen, wie gesagt, wenn dieses durchrollt, ne, was ich, dass er wirklich echt sehr weit läuft. Ne? Also ich kann mich zumindest in diesen Schmerz derer reinversetzen, die hier drauf setzen und das nicht glauben können, dass eventuell der Markt so stark steigen kann. Für den Schmerz wäre es für mich, also unter diesen Umständen, wäre die Möglichkeit gegeben, dass der Markt sehr, sehr weit laufen kann heute noch. Solange aber er halt das Tageshoch von gestern hält, die 13.700 ganz grob halten, denke ich mal, kann man es auch immer noch mal vertagen, das Ganze. Ja. Aber ich weiß halt, wie pervers auch die Märkte laufen können und vor allem auch am Abend, wenn sie mal nicht abgeben, so wie jetzt gestern Abend. Die Amis haben jetzt immer zum Abend hin abgegeben und das kann auch immer noch mal ein Punkt sein, worauf viele setzen. Und dann, wenn es dann so abends gegen 20 Uhr auf einmal so geht und dann denkt man so, jetzt Jungs, jetzt langsam wird es mal Zeit, dass ihr hier mal verkauft. Okay, wir warten auch bis 21 Uhr. Ey, jetzt wird es aber Zeit. Jetzt muss langsam was nach unten kommen. Ansonsten kriege ich hier Probleme und dann sieht man plötzlich von 21 bis 22 Uhr, ja, steppt der Bär im Sinne von, wir sehen den Squeeze auf der Oberseite. Ja. Wir sind vom Markt her wirklich sehr, sehr stark short positioniert. Und auch der S&P hat bei 4.300, glaube ich, auch relativ großes Size. Ich meine, gut, da bis 4.300 ist schon noch ein ganz schönes Brett im S&P. Aber wenn es den Markt dahin zieht in Richtung 4.300, ja, gut, ist schon noch eine ganze Ecke. Wir wollen ja mal nicht übertreiben, ne? Ja. Ich glaube, allein als Shorty kriegt man jetzt schon so ein bisschen einen Hass, wenn man sieht, dass vielleicht auch die 5-Minuten-Chart sich so langsam wieder anfängt, so hochzuhangeln. Ja. Aber für den Long wäre es für mich soweit okay. Ja. Und am Ende könnt ihr immer beides denken. Ihr könnt am Widerstand immer Short denken, an der Unterstützung halt Long. So. Also das heißt, mit Short, man kann ja auch oben die Shorts suchen, ist ja gar kein Problem. Ich meine, der Markt rennt hier, was sind das? 30 oder vielleicht auch mal 50 Punkte wieder runter. Ja, wenn man genau den richtigen Klick hat und der Markt rennt runter, kann man ja auch seine Gewinne machen. Aber man muss halt aufpassen, falls es durchgeht auf der Oberseite. Und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie eure Denke ist, ob ihr Short denkt, aber wenn diese Denke da ist und der Markt es nicht bestätigt oder nur gering bestätigt, dann sollte man zumindest für sich das adaptieren oder feststellen, okay, ja, ich will eigentlich mehr Short, als dass das Chartbild es aussagt. Keine Verluste ist auch ein Gewinn. Ich habe meine 15 Punkte im ES Mini bekommen und lass es sein für heute. Ich mag Mittwoch noch weniger als Freitage. Es sei denn, ich sehe unschlagbares Angebot. Ja. Okay, S&P 1100 Kontrakte auf der 4270, ja. Wäre natürlich ein schöner Take-Profit, ne, für die Longs. 4270, mal kurz durchgeschnappt, das Ding. Also ich gehe alles davon aus, alles, was oben an
Alles, was oben an großen Limits liegt, sind für mich alles Take-Profits von spekulativen Long-Tradern. Es sind für mich keine Short-Entries mehr. Und deswegen gehe ich auch davon aus, ich habe gestern auch, hat man es gesehen, jedes große Limit wurde gestern auch mal zeitweise durchgehandelt. Und wenn das wirklich, ja, da, also wie gesagt, ich gehe eher davon aus, das sind Take-Profits. Und man will die halt haben. Ja. Genau. Genau, Dirk war gestern unten short, that's the problem. Ja. Ja, ich denke halt unten schon eher long. Also bei mir ist halt beim Dirk ja eigentlich auch. Ich weiß, wie gesagt, ich habe gestern das Webinar verpasst. Ich habe nur gestern in meinem Webinar einen riesen Schrei losgelassen, als ich auf den DAX umgeswitcht habe und habe die 500-Punkte-Kerze gesehen, dachte, das ist the way of maximum pain. Und ich habe die letzten Tage schon immer so darauf hingewiesen, es wird diesen Tag geben. Gut, dass der nun gestern war. Ja, im Sinne des Turnaround Tuesdays, also dass der Markt halt den Montag Turnaround, also umdreht, hat das schon so ein bisschen gepasst, aber im Detail da drauf zu hüpfen, ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja. Hier ist es ja so, dass der Markt jetzt ja aktuell ja fünfmal an ein und derselben Stelle vorbeikommt. Ja. Das heißt, selbst wenn man hier gerade jetzt nicht wirklich richtig ist und ein bisschen Ausdauer hat, ist es kein Problem, weil der Markt ja aktuell nicht so viel Strecke macht. Ja. Wenn man sich jetzt nochmal hier anschaut, wenn ich zeichne jetzt hier einfach meine Linie rein, so hier. Das heißt, egal wie man jetzt positioniert ist, ob man jetzt long darunter ist oder short darüber ist, aktuell kommt der Markt immer wieder an diesem Punkt vorbei. Ja, oder wenn man genau an diesem Punkt von dem Strich jetzt investiert wäre. Ja, und von daher hat man aktuell noch so Zeit. Klar ist, wenn denn der Markt eine Tendenz macht, entweder da hoch oder da runter, dann wird es für den einen oder anderen irgendwann zum Ausstopper führen. Ja. Ja, aber so ist es gerade, ja, Kassa-Move. Wir können mal kurz in die Kasse hier reingucken am Ende. Da seht ihr das hier. Also die Apple-Aktie am Hoch seitwärts, aber stellt euch mal vor, die Apple bricht nach oben aus und holt sich das Tageshoch von gestern. So, Microsoft ist eigentlich richtig gut gelaufen. Amazon, ja, so ziemlich so ans Gap dran gelaufen, versucht ans Tageshoch wieder zu kommen. Nvidia, eigentlich auch ganz gut gelaufen schon, ja. So, da geht nichts. PayPal. Guck mal hier, die Tesla, die läuft. Tesla ist schon auch übers Tageshoch drüber von gestern. Ja, lasst mal da, guck mal, von neun Werten, die wir hier haben, so, von neun Werten, die wir haben, ist nur die Apple unterm Tagestief von gestern, die Amazon unterm Tagestief von gestern und die Cisco. Also, von den neun Werten sind nur drei unter dem Tief, natürlich das Schwerstgewicht mit 10% halt. Aber falls hier in der Apple-Aktie was geht, also das, so kann man es eigentlich heute jetzt ausdrücken. Wenn in der Apple-Aktie was geht zum Hoch, dann wird es im S&P richtig schön long. Schaffen die das nicht und hören die Werte, die gestiegen sind, auf, ergibt sich schönes Potenzial im Sinne der Range auch im S&P, ach, im S&P, im Nasdaq auf der Unterseite. Also man muss ja mal sehen, was ist, wenn die Werte, die jetzt ja alle steigen, plötzlich hier abkippen. Ja, also wenn das hier passiert. So, ne? Ich übertreibe mal. Ja, so. Dann ist natürlich der Nasdaq jetzt oben und könnte halt fertig haben. Ja. Aber dafür müssen überall die Trends von den anderen steigenden Aktien überall gebrochen werden. Ja. So. Also finde ich ganz spannend. Ich denke mal, Zünglein an der Waage. Oh, kam der Ausbruch? Nee, obwohl Apple ausgebrochen ist. Das wird jetzt so. Apple bricht aus. Lass mal gucken. Also gab ja mal eine Zeit, da konnte man eigentlich den Nasdaq-Chart und die Apple-Aktie so nebeneinander legen und brauchte nur die Apple-Aktie angucken. Und wenn die manchmal so ein bisschen vorgepaced hat, aber ja, reicht aktuell nicht aus. Da hält noch jemand die Hand drauf. Ihr seht das da mit 300 Kontrakten. Aber die 300. Ja. Also da hält im Future aktuell so ein bisschen jemand dagegen. Aber die Frage ist halt, wie lange und wenn das Gegenhalten und die Apple-Aktie wirklich eine Kauforder haben sollte und nicht nur jetzt hier das anfixt, dann gibt es ab einem gewissen Punkt und das können die Algos halt ganz gut,
Also wir brauchen natürlich dann hier die Kauforder in der Apple-Aktie. Aber das können die Algos auch ganz gut. Und zwar passiert oftmals dann Folgendes: Man denkt, okay, Alter, die Apple-Aktie steigt, 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 und da kommt aber der Markt nicht hinterher. Und dann fehlt genau dieser eine Spike hier. Und zwar dieser Stich runter und wieder hoch. Dass das eine Minutenkerze ist, die hier so aussieht, hier, sowas hier. Und wenn man da mit drauf hüpft und die Apple-Aktie den Ballermann hier macht, dann kommt man da relativ gut mit. Aber da braucht man halt, wie gesagt, die Kauforder in der Aktie. Ich meine, die Aktie alleine bewegt den Markt halt nicht, ne? Aber sie ist zumindest aus der Range ausgebrochen, und das kann halt dazu führen, dass dann plötzlich mal Drive auf der Oberseite gibt. Ja. Wenn natürlich alle anderen Aktien anfangen zu fallen, während jetzt die Apple-Aktie steigt, dann ist der Ausbruch auch schwierig auf der Oberseite. Aber das wäre jetzt einer der Gründe, wenn die Aktie halt zu laufen anfängt, dass wir auf alle Fälle dann, weil ja die anderen Aktien auch schon am Tageshoch sind, da den Ausbruch dann versuchen auf der Oberseite. Also da würde ich jetzt meinen Fokus so ein bisschen drauf legen. So, nun gut. Ja. Also da muss man natürlich die anderen Werte mit im Blick haben, aber das wäre jetzt so, wo ich sage, okay, wenn da eine Kauforder reinkommt, vielleicht auch mit neuer Stunde, dann ab 17 Uhr, da wäre dann Potenzial oben. Für die, die im Orderflow hier den Future betrachten, die müssen dann gucken, okay, als Bestätigung wäre dann für die, dass hier auf der Oberseite große Verkaufsorders müssen dann rausgeräumt werden, ja, falls da welche reinkommen, ja, sowas hier. Wenn sowas dann durchgeht und danach nicht mehr zurückkommt, sogar gelöscht hier die Order, dann ist aber bereit für Schnipser. Ja. Und die Algos, die schalten das natürlich relativ schnell, weil die das ja alles tracken. Ja. Wir machen das hier mit Hand-Auge, ja, und die haben es halt auf dem Schirm. Ja, wird auf alle Fälle spannend werden, falls der Breakout kommen sollte, falls die Kauforder ordentlich durchgeht und der Rest mitmacht, könnte das ein schönes Teil hier auf der Oberseite unter Umständen werden. Aber ob es so wird, weiß ich auch nicht. Gut, gut. Da hätten wir es für heute. Ja, haben wir die Zeit auch ganz gut und sinnvoll vor allem auch rumgebracht. Wie gesagt, hoffe, ihr konntet hier und da ein bisschen was mitnehmen. Wünsche euch noch eine gute Zeit. Wenn ihr meinen Börsenkalender ja habt, ausgedruckt habt, dann gucke ich da mal kurz rein, und da weiß ich, dass wir uns am 11.05. wiedersehen. Nee, Quatsch, April kommt erst davor. Davor kommt der 1. April. Kleiner April-Scherz. Und zwar, da treffen wir uns am 20.04. Genau. Da steht bei mir Live-Trading FX Flat. Super. Jungs und Mädchen vor allem, hat mir auf alle Fälle Spaß gemacht mit euch wieder für heute, auch wenn ich keine Trades gemacht habe, aber das ist für mich gar nicht so wichtig. Ich hoffe, ihr hattet auch eine schöne Zeit, und vielen Dank auch an FX Flat, dass ihr ja, das ermöglicht, dass ich mir hier die Zeit so nehmen kann. Und ja, dann wünsche ich euch allen schönen Feierabend, einen erholsamen Feierabend. Lasst euch von den Märkten nicht anfixen. Haltet eure Stops in Ehren, und ja, das letzte Wort wie immer. Der Chef im Haus, und zwar ist das der Nelson. Bis dahin, ciao, ciao, euer Heiko. Oh, wie sich das anhört. Sehr gut. Könnte ich mich gleich daran gewöhnen, Heiko. ja, ich schließe mich hier den Feedbacks im Chat an. Hat mal wieder Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Und natürlich auch ein riesen Dankeschön an alle, die heute live dabei waren. Aufzeichnung kommt wie immer so schnell wie möglich online. Ich wünsche natürlich noch einen erfolgreichen Tag, noch eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und sehr gerne dann bis zum nächsten Mal. Also, bleiben Sie gesund. Bis dahin. Ciao.